nicht in unseren normalen Schulungsräumen, sondern wir haben hier so einen Raum bei EduDip ganz einfach gewählt, weil hier viele Teilnehmer sehr unkompliziert reinkommen können. Hat allerdings, wie gesagt, den Nachteil, dass man nicht so leicht wie in unseren Schulungsräumen, wo wir die ganze Zeit im interaktiven Austausch sind, reden kann. Und deshalb hatte ich ein paar Teilnehmer gebeten, ja, ne, können wir euch mal ein bisschen hochnehmen, dass ich hier nicht die ganze Zeit monologisiere. Normalerweise machen wir so 3 Stunden Prüfungsbesprechung. Ich gehe aber davon aus, dass wir bei dieser Prüfung wesentlich früher fertig sind. Und ich muss sagen, ich habe heute einen wunderbar entspannten Tag gehabt. Wir hatten gestern einen ganz, ganz tollen Tag. Kann wirklich voller Freude sagen, bis auf einen kleinen Wermutstropfen. Eine Teilnehmerin, da hat es leider nicht geklappt, aber sonst haben alle Teilnehmer es geschafft. Und das ist auch immer so ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn man dann einen Kurs fast geschlossen in die mündliche Prüfungsvorbereitung bringen kann. Und ja, ich lasse sie jetzt mal so einen kleinen Moment durchatmen und dann kommt wieder die Peitsche und das Zuckerbrot natürlich auch hinterher. Ich glaube, in den letzten Wochen bin ich auch manchmal ein bisschen verflucht worden, aber gestern habe ich eigentlich nur nette Feedbacks bekommen und es war also ein unheimlich schöner Tag und ich bin an solchen Tagen auch wahnsinnig aufgeregt. Also ich brauche kein Bungee-Jumping oder Fallschirme, ich fahre dann auch zu den Prüfungen hin und dann merke ich also auch so, jetzt kommt der Tremor und bin dann also auch im Adrenalin-Flash drin. Ich kann es euch also gut nachempfinden. Also ich bin dann in Gedanken, muss ich immer alle durchgehen, bist du auch bei jedem irgendwie und das hat also wirklich ganz, ganz toll geschafft. Natürlich hat es die Simone geschafft, Fee, ne? Ich sag doch, bist du eine, aber das sage ich jetzt nicht, haben es alle geschafft, ne? Und Simone, da freue ich mich, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja, und im Folgenden wollen wir uns diese Prüfung mal so ein bisschen anschauen. Im Gegensatz zu der letzten Prüfung, wo man an manchen Fragen, glaube ich, sehr lang dran gesessen hat, fand ich die sehr gut zu machen, bis auf 2, 3 Fragen, aber das ist eigentlich normal. Vielleicht könnt ihr auch mal so euer Feedback dazu, wer gestern da gewesen ist, da mal so ein bisschen reinschreiben. Ich möchte euch jetzt gerade auch die Co-Moderatoren gerne einladen, auch ihren Senf zu den Fragen dazuzugeben. Dann würde ich vielleicht auch weiß, naja, wo habt ihr denn vielleicht nachgedacht? Beginnen wir ganz einfach mal mit der ersten Frage. Wir haben jetzt hier die Prüfung, ja, also wir machen jetzt hier Gruppe A, wie gesagt Gruppe B, Lösungsschlüssel findet ihr bei uns auch. Welche der folgenden Aussagen zum Ebola-Fieber treffen zu? Wählen Sie 2 Antworten. Diese zweifach Auswahlen, die haben ja so das höchste Fehlerpotenzial, muss man so immer sagen, im Schnitt ist das so. Ja, schauen wir uns mal die erste Aussage an. Ich habe bislang keinen erlebt, der, glaube ich, in dieser Frage einen Fehler hatte. Der Erreger ist ein Bakterium. Nein, das ist natürlich kein Bakterium, sondern das ist das Ebola-Virus, benannt nach einem kongolesischen Fluss. Das ist in den 70er Jahren, 1976, wenn ich mich recht entsinne, ist es das erste Mal in Zaire beschrieben worden, dann später auch im Sudan kurze Zeit drauf. Und das ist ganz, ganz eindeutig ein Virus. Und dadurch fällt die B ja auch schon raus. Eine mehrtägige Behandlung mit Antibiotika führt schnell zur Besserung der Symptome. Nee, Antibiotika sind ja nicht potent gegenüber Viren. Es wird teilweise bei viralen Erkrankungen eingesetzt, weil man Angst hat vor Superinfektionen. Aber mit diesem Virus hier ist man schon dermaßen geschlaucht und in Gefahr geraten, dass ein Antibiotikum hier mit Sicherheit keine Besserung der Symptome und auch schon keine schnelle Besserung der Symptome einherholt. A und B also schon mal raus. Die Übertragung erfolgt durch direkten Körperkontakt mit Körpersekreten. Ja, das hört sich gut an. Ja, so wird das übertragen. Ich meine, das Reservoir, da geht man ja davon aus, dass das zum Beispiel so Nilflughunde sind oder Fledermäuse oder eben auch Primaten. Und wie es dann auf den Menschen übergeht, ist man sich nicht immer so ganz einig. Aber das könnte zum Beispiel sein, wenn Leute das Fleisch von diesen Tieren essen. Aber die Übertragung von Mensch zu Mensch, die erfolgt dann ähnlich wie bei der Lepra, nur da geht es nicht so leicht, eben durch sehr nahen Körperkontakt, ne? Über die Haut, über die Schleimhäute. Das heißt also, deshalb würde ja auch geraten, dass Beerdigungsrituale bei Ebola-Erkrankten, dass er allerhöchste Vorsicht gewaltet werden sollte. Da haben sich sehr, sehr viele Leute dran angesteckt. Also das stimmt absolut. Man hat sogar festgestellt, dass sich das Virus im Ejakulat befindet und wenn jemand zum Beispiel Ebola durchgemacht hat, dann hat er das 8 bis 10 Wochen danach noch im Ejakulat. Da sind jetzt nicht so viele Fälle irgendwie bekannt, wo es dann über den Sexualverkehr übertragen worden ist, aber ist zum Beispiel auch nicht auszuschließen. Jo, und dann geht es weiter. Zu den Symptomen gehören Fieber, Diarrhoe,
Gliederschmerzen. Ja, hört sich wunderbar an. Ne? Das ist also auch wieder so ein Virus, was meistens einen biphasischen Verlauf hat. Das heißt, die erste Phase, wie bei sehr, sehr vielen viralen Erkrankungen, ist ganz einfach durch grippale Symptome gekennzeichnet. Und was bei Ebola sehr auffällig ist, ist diese starke Beteiligung des Gastrointestinaltraktes. Ne? Das heißt also, dass es zu Fieber, zu Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe kommen kann und auch Gliederschmerzen. Es können auch Ausschläge auftreten. Dann geht das Fieber häufig wieder runter und dann kommt so diese hämorrhagische Phase, das heißt sehr starke Blutung. Und eine Pilzinfektion ist es nicht, ne? Das ist ein Virus. Also sind wir hier richtig bei der C und bei der D. Hallo. Gehen wir mal zur zweiten Frage. Oh, die 64-jährige Frau, die von kurz andauernden Phasen der Bewusstlosigkeit berichtet, die in den letzten Tagen bei ihr aufgetreten seien. Und die Frage war, welche der nachfolgend genannten Untersuchungen bzw. Maßnahmen sind diesbezüglich sinnvoll? Gefragt war nach entweder einem Langzeit-EKG, einer Knochendichtemessung, der Sonografie der Halsgefäße, das EEG und die Überprüfung der aktuellen Medikation. Was natürlich sofort rausfiel für mich, war die Knochendichtemessung. Also dicke Knochen oder dünne Knochen hin oder her, da werde ich nicht bewusstlos von. Und insofern fiel die zwei raus. Logisch fand ich sofort natürlich das Langzeit-EKG. Sicherlich könnte es was am Herzen sein, warum die 74-jährige Frau bewusstlos wird. Anfall könnte das gewesen sein. Die Sonografie der Halsgefäße ebenso, weil wenn die nicht durchlässig sind und ich Durchblutungsstörungen des Gehirns habe, klar kann ich da bewusstlos werden. Genauso das EEG, ursächlich könnte ja auch zum Beispiel ein Tumor sein oder irgendwas. Das heißt also, alles außer der Knochendichtemessung macht hier durchaus Sinn. Ne? Eine Knochendichtemessung ist für eine 74-jährige Frau sicherlich sinnvoll, aber nicht in Bezug auf diese Synkopen bzw. kurze Bewusstlosigkeiten. So, eine einfache Auswahl. Die war eigentlich, ich würde ja mal sagen, geschenkt. Welche der genannten Störungen beruht auf einem behandlungsbedürftigen Vitamin B1, also Thiaminmangel? Also wenn da jemand aus dem Kurs zumindest einen Fehler gemacht hätte, hätte ich die Uhren lang gezogen. Demenz bei Alzheimer-Krankheit, ADHS, Wernicke-Enzephalopathie, Manie, Zwangsstörung. Genau, Silvia drückt es schön aus, das ist eine Wunschfrage, weil das ist ein Klassiker. Was ist denn richtig? Was ist denn da richtig bei der Frage? Genau, die C natürlich. Ne? Das ist die Wernicke-Enzephalopathie, die auf dem B1-Mangel beruht, genauso wie das Korsakow-Syndrom bei einem B1-Mangel beruht. Das sind immer wiederkehrende Fragen, die in den Prüfungen kommen. Was ist denn eine Wernicke-Enzephalopathie? Hätte ich die Frage konzipiert? Keiner. Die Symptome der Wernicke. Ich dachte, die Anke würde jetzt in die Bresche springen und ich bräuchte nicht nachzudenken. Schade. Marc, Wernicke-Enzephalopathie. Aufgrund des B1-Mangels kommt es zu punktuellen Einblutungen ins Gehirn, insbesondere in die Großhirnrinde. Und wir haben oftmals auch das Korsakow drin, eine amnestische Störung. Gerne. Beim Wernicke kommt noch dazu die Ataxie, die Dysdiadochokinese kommt dazu. Gangstörung, ach ja, und die Augenmuskel. Genau, und die Augenmuskelschwierigkeiten, also eine Augenmuskelparese, Nystagmus, ein Doppelbilder sehen. Ein hirnorganisches Psychosyndrom, genau. Das heißt, wenn dieser B1-Mangel vorliegt, und das schaffen eigentlich fast nur Alkoholiker oder Leute, die eine Magenresektion hatte, dann kommt es zu einer Störung im Kohlenhydratstoffwechsel und dadurch zu einer ödematösen Schwellung im Gehirn. Und wie viel gerade eben sagt, zur Einsprießung von ganz fragilen Kapillaren, die dann eben sehr leicht bluten können. Und die finden sich eben bevorzugt in dem Bereich, wo die Kerngebiete für die Hirnnerven liegen, die eben die Augenmotorik steuern. Das heißt also des Oculomotorius, des Trochlearis oder auch des Abduzens, des seitlich abziehenden. Von daher, also C hier völlig klar. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Diabetes musste ja auch mal wieder rein. Haben wir auch eine Einfachauswahl. Einfachauswahlen sind meistens nett. Durch Autoantikörper werden Beta-Zellen der Langerhansinseln zerstört. Nö, das ist der Diabetes Typ 1, bei dem dieser Autoimmunprozess einsetzen kann und die Beta-Zellen, die das Insulin produzieren, zerstört werden können. Nicht der Typ 2. Gewichtsreduktion führt zu keiner Besserung des Zuckerstoffwechsels. Lassen wir mal einen ganz kleinen Moment stehen und schauen uns mal die C an. Hohe Insulinspiegel
vermindern die Sensibilität und die Dichte der Insulinrezeptoren, Downregulation, und damit die Insulinwirkung. Und das ist das Hauptproblem bei einem Großteil der Typ-2-Diabetiker. Ja, das Wohlstandssyndrom. Ne? Wir futtern ein bisschen viel, abends noch die Chips und noch das Bierchen drauf. Und ach ja, jetzt ist so kalt draußen, joggen gehe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, und was passiert dann, ne, wenn meine Blutfette hoch sind, wenn ich mich nicht bewege? Ja, an den Zellen habe ich Rezeptoren, wo das Insulin andockt. Und diese Rezeptoren, die werden immer müder, die werden immer schwächer, ne, die reagieren immer weniger auf die Insulinwirkung und sie nehmen auch wirklich zahlenmäßig ab. Das heißt, der muss immer mehr Insulin produzieren, damit er überhaupt die gleiche Wirkung hat. Und da beißt sich dann die Katze im Schwanz, denn wenn ich einen sehr hohen Insulinspiegel habe, wird meine Gluconeogenese gehemmt und dadurch werde ich immer dicker und moppeliger und moppeliger. Ja, und dann futtert er noch mehr Chips und bewegt sich noch weniger und irgendwann haben wir den manifesten Diabetes. Das heißt also, die C ist hier absolut richtig. Ne? Es kommt eben dazu, dass eben die Insulinrezeptoren, dass die immer müder werden, dass die Sensibilität abnimmt und dass ihre Dichte abnimmt. Und jetzt nochmal zurück zur Aussage 2. Ja, wenn der jetzt vom Sofa mal aufsteht, ne, und sich mal ein bisschen bewegt, mal ein bisschen an Gewicht abnimmt und mal die Chips vielleicht abends ersetzt durch was weiß ich, Paprikasticks oder irgend so etwas, also damit meine ich frische Paprika, ne, ja, dann können sich auch, wenn er die noch nicht völlig ruiniert hat, diese Rezeptoren auch wieder regenerieren. Das heißt, er hat das ja zum großen Teil selber in der Hand und von daher kann eine Gewichtsreduktion dazu einer Besserung im Glukosestoffwechsel durchaus führen. Von daher B falsch, C richtig. Schauen wir uns noch das andere an. D unbehandelt entwickeln sich häufig Hypoglykämien. Ich hätte eher die Angst der Hyperglykämie. Und eine Mikroalbuminurie, das heißt also eine Ausscheidung von Albuminen, von Eiweißen über den Urin. Und Mikro bedeutet, dass man es nicht mit bloßem Auge sieht, sondern dass man dafür den Urinstick benutzen muss, zeigt eine günstige Verlaufsprognose an. Also wenn der Diabetiker schon Albumine im Urin drin hat, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sich hier schon eine diabetische Nephropathie entwickelt. Die diabetische Nephropathie ist der häufigste Grund bei uns in Deutschland, warum Leute irgendwann in der Niereninsuffizienz landen. Die Niere mag das nicht mit diesem ganzen Zucker. Die Niere mag diese Gefäßschädigung überhaupt nicht. Die hat feine Kapillare, die hat feine Gefäße und außer den Augen und den Nerven ist die Niere das erste Organ, welches unter einem Diabetes mellitus und diesem hohen Glukosespiegel wirklich auch leidet. Und wenn dann im Glomerulum wird ja normalerweise das Eiweiß zurückgehalten. Das heißt also, wir haben ja nur eine minimale Eiweißausscheidung am Tag, bis sagen wir mal maximal 150 Milligramm am Tag, wäre es noch physiologisch. Jo, dann wird dieses Glomerulum durch die Schädigung irgendwann durchlässiger, ne, wie so ein Kaffeefilter, wo die Poren immer größer werden und dann habe ich irgendwann Albumine im Urin. Also zeigt das keine günstige Verlaufsprognose an, sondern ist ein schlechtes Zeichen. Wo sind wir denn? Ach, beim Parkinson, genau. Da ist unten, wenn du unten welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Die charakteristischen Symptome des Morbus Parkinson sind gefragt. Und zur Auswahl war Tremor, der Tinnitus, die Hemiplegie, die Akinese und der Rigor. Magst du die mal machen? Ja, und Akinese und Rigor, das ist ganz klar, das gehört sowieso zum Parkinson. Der Tremor, der Ruhetremor, der grobschlägige, der gehört ebenfalls zum Parkinson. Ein Tinnitus ist nicht klassisch. Der kann bestimmt auch einen Tinnitus kriegen, würde ich mal nicht behaupten, also nichts Gegenteiliges behaupten, aber es ist nicht charakteristisch. Und eine Hemiplegie, eine Halbseitenlähmung, die ist auch nicht typisch für den Morbus Parkinson, das wäre eher ein Apoplex zum Beispiel. Und deswegen blieb dann die 10 Uhr übrig mit 1, 4 und 5. Genau. Ne? Parkinson, wenn irgendwo eine Trias ist und bei Parkinson gibt es eben diese Trias, ne? Rigor, Tremor, Hypo oder Akinese, bitte lernen. Das sind wirklich immer wiederkommende Geschichten, immer wieder kommt das. Jetzt hätte ich aber eine ganz andere Frage. Was ist denn eine Hemiplegie? Vielleicht könnte jemand mal dazu was sagen. Eine Halbseitenlähmung, ganz genau. Es gibt ja auch eine Hemiparese. Was ist denn da der Unterschied zu einer Hemiplegie?
Eine Parese, ganz genau, Anna, ist eine unvollständige Lähmung, während die Plegie eine vollständige Lähmung ist. Ne? Und dann gibt es ja auch noch eine Paralyse. Was ist denn eine Paralyse? Ist ja auch eine Lähmung. Vorübergehend? Nee, Parese spricht man meistens davon, wenn da nicht direkt die Skelettmuskulatur, das heißt also die Muskulatur, die ich gebrauche, um meinen Bewegungsapparat zu bewegen, betroffen ist, also zum Beispiel Hirnnerven, ne? Eine faciales Parese, ne? Da bin ich also nicht an der Skelettmuskulatur dran, da wird häufig dieser Begriff verwendet, ne? In Einzelfällen auch, aber der ist ganz einfach nochmal weitreichender. Von daher, ja, Tremor, Akinese, Rigor. Und dann gehen wir mal weiter zur Frage 6. Die mochten sie nicht, die mochten sie nicht. Da habe ich von vielen dann so die Antwort gehört, so mit einem kleinen Fragezeichen. Ich telefoniere ja mit vielen nach der Prüfung und gehe die schnell durch, damit wir ganz schnell wissen, ob auch alle bestanden haben. Ja, dabei ist die eigentlich gar nicht schwierig. Schauen wir uns mal diese einzelnen Aussagen erstmal an. Als Hygieneplan wird der Grundriss der Praxis bezeichnet, in dem die Wege infektiöser Patienten festgelegt sind. Also sprich irgendwie so ein roter Strich auf dem Boden. Ne? Hier darf sich der infektiöse Patient lang bewegen und auf den blauen Strichen darf er nicht laufen. Hört sich schon mal ein bisschen komisch an. Ne? Als Hygieneplan wird der Plan der Praxis bezeichnet, in dem Quarantänebereiche verbindlich definiert sind. Ja, also auch wir Heilpraktiker brauchen einen Hygieneplan. Wäre mir neu, dass wir Quarantänebereiche hätten. Ne? Also vielleicht Leute, die nach Alkohol riechen, dass wir die separieren oder was. Nee, das ist natürlich Quatsch. Aber schauen wir mal die nächsten an. Der Hygieneplan ist ein Maßnahmeplan der Regierung zur Verbesserung der Landeshygiene. Ein Hygieneplan ist eine Sammlung schriftlich festgelegter Standardarbeitseinweisungen zur verbindlichen Maßnahmen der Infektionshygiene. Oder E, der Inhalt des Hygieneplans wird durch das Heilpraktikergesetz geregelt. Also, wenn wir uns mal C anschauen, Maßnahmeplan der Regierung zur Verbesserung der Landeshygiene. Ich glaube, da haben sie gelacht, als sie diese Antwortmöglichkeit sich ausgedacht haben. Bleiben also noch D und E. Hat der Hygieneplan irgendetwas mit dem Heilpraktikergesetz zu tun? Den gibt es in allen Sozialstationen. Der hat nichts mit Heilpraktiker im Besonderen zu tun. Ne? Was soll der denn auch im Heilpraktikergesetz? Im Heilpraktikergesetz ist festgelegt, dass wir uns Heilpraktiker nennen müssen, dass wer die Heilkunde ausübt, der Erlaubnisbedarf und es ist definiert, was Heilkunde ist. Aber von Hygieneplan steht da nichts. Ne? Also E ist schon mal raus. Und D, ein Hygieneplan ist eine Sammlung schriftlich festgelegter Standardarbeitsanweisungen zur verbindlichen Maßnahmen der Infektionshygiene. Ist absolut richtig. Ne? Ihr seid verpflichtet, einen Hygieneplan zu haben. Wird natürlich etwas komplizierter, wenn mehrere Leute in der Praxis arbeiten. Aber in einem Hygieneplan sind viele Dinge aufgeführt, beispielsweise wer desinfiziert was, wann, womit. Ne? Wann wird was gereinigt, wann wird was sterilisiert. Man kann zum Beispiel auch Abläufe reinmachen, wie eine Punktion abläuft, ne? Mit welchem Mittel da desinfiziert wird und so weiter. Das heißt also, das ist auch was Wichtiges, falls ihr mal eine Begehung vom Gesundheitsamt habt und die bemängeln ziemlich häufig die Hygienestandards in den Heilpraktikerpraxisen, dann müsst ihr ganz einfach auch einen Hygieneplan haben. Sowas gibt es im Internet als Vordruck, den kann man sich dann für die eigenen Verhältnisse so abwandeln, dass das auf einen richtig passt. Ne? Aber so ein Ding braucht er. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die mündlichen Prüfungen. Und es kommt zunehmend, und mir fällt auf, dass nach Hygieneplanen zunehmend in Hessen an den hessischen Gesundheitsämtern gefragt wird. Also von daher, gerade diese Leute sollten, ne, sich da mal noch ein bisschen mit befassen, mal in den Hygieneplan reinschauen, damit sie da auch eine Vorstellung haben, weil sowas in der mündlichen Prüfung gerne kommt. Schauen wir mal weiter. Jo, bei der Frage bin ich auf dem Schlauch gestanden. Es kommt davon, wenn man die Frage nicht liest und nur die Antworten liest. Und da bin ich da erst mal sehr verwirrt gewesen, aber wenn man die Frage dazu liest, dann ist sie eigentlich klar. Welche der folgenden Aussagen trifft oder treffen zu? Bei einer venösen Blutabnahme ist Folgendes zu beachten. Erstens, vor Punktion ist stets die Haut auf Kontraindikationen, zum Beispiel Entzündungen, zu überprüfen. Zweitens, bei Verwendung der Blutdruckmanschette zur Stauung sollte diese höher als der systolische Wert aufgepumpt werden.
Nach Desinfektion der Punktionsstelle darf ja, keine weitere Palpation erfolgen. Und zwar die Antwort 2 hat mich kurz aufs Glatteis die geführt. Kleinste die hatte ich. Größe, also die größte Kanüle ja, ich hatte sie und kurzfristig, ja, ich habe ja in verschiedensten Etappen die Prüfung gemacht, mit Bleistift und mit erleichtern. Farbe und ohne Farbe und weiß ich fragen, nicht. Ob die Frage, und beim ersten Durcharbeiten hatte ich sie tatsächlich drin. Und weil ich sie auch einfach zu schnell gelesen hatte und dachte, Blutdruckmanschette, Stauung, ja super, klar, passt, ich auch, weil die kannst ich du ankreuzen. Bis ich ja, dann schon beim zweiten Mal durchlesen dachte, oh nee, höher als der systolische Wert, ist aber doof, hast du keinen Puls mehr unten, das macht keinen Sinn. Ja, also da musste ich auch kurz, mal kurz innehalten, ja. Sitzt ja nach den Prüfungen da und guckt, wer kommt als erster raus und gleich die Prüfung und zack, 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 schnell gucken, ne, was ist richtig. Und mein Auge fiel auch zuerst auf die 2 bei Verwendung der Blutdruckmanschette. Zur Stauung sollte dieser höher als der systolische Wert aufgepumpt werden. Ich war im Kopf bei der Blutdruckmessung, dann trifft es ja auch zu, aber nicht bei einer Blutentnahme. Ne? Da sollte nicht höher als der systolische Wert aufgepumpt werden. Wie viel sagt, kommt hier unten überhaupt kein Puls mehr an. Also so stark wird da auch nicht gestaut. Also von daher ist die 2 schon mal raus. Vor der Punktion ist natürlich immer die Haut auf Kontraindikationen, Entzündungen, Vernarbung oder sowas zu überprüfen. Ich spritze nicht in den Nävus rein, ne, wenn irgendwas eitert, entzündet ist und so weiter. Das ist, glaube ich, völlig klar. Also die 1 ist richtig. Nach Desinfektion der Punktionsstelle darf keine weitere Palpation erfolgen. Da musste man sicherlich mal kurz runter auf das Auswahlverfahren schielen, weil ich finde, das hätten sie ein bisschen anders formulieren können, dann wäre es ein bisschen eindeutiger. Bevor ich, also wenn ich punktiere, eine Vene punktiere, dann darf ich, wenn desinfiziert ist, natürlich nicht mehr palpieren, wenn ich direkt daraufhin palpiere. Allerdings ist es häufig so, dass man dann schlechte Venenverhältnisse hat. Ne? Man hat schon desinfiziert und man muss nochmal palpieren und dann desinfiziert man eben nochmal danach. Ich finde, das hätten sie ein bisschen, genau, es hätten sie ein bisschen anders formulieren können, weil gerade in so einer Stresssituation kann sowas dann eben auch einen so ein bisschen durcheinander bringen. Ne? Ich lese gerade mal im Chat ein bisschen, 3 war nicht eindeutig, hast du auch ein bisschen dran gehangen. Mhm. Aber grundsätzlich, also nach der wenn ich punktiere, dann darf nach der Desinfektion eben keine weitere Palpation erfolgen. Aber ich finde, da hätten sie die Punktion tatsächlich noch mit in die Frage oder in die Aussage mit einbauen können. Zur Punktion sollte stets die kleinste Nadelgröße gewählt werden. Das stimmt nicht. Warum denn nicht? Tut doch weniger weh. Könnte ich doch machen, oder? Ich will Blut abnehmen. Wegen dem Kaliumwert, genau. Ich zerquetsche ja dann eventuell die Iris. Ne? Was sieht man jetzt? Jetzt läuft der Chat durch. Eine Hämolyse kann ich ja damit in Gang bringen. Und dann stimmen natürlich meine Werte nicht mehr. Zum Beispiel, dass das intrazelluläre Kalium in den extrazellulär ist und damit ein total falscher Wert ist. Ne? Ich verursache eine Hämolyse. Deshalb muss der Patient da leider eine etwas größere Kanüle über sich ergehen lassen, wenn punktiert wird. Bei schlechten Venenverhältnissen können warme Armbänder die Punktion erleichtern. Stimmt das? Ja. Ne? Also wenn man die wirklich nicht kriegt, ne? Gerade wenn Leute älter sind, wenn die auch schon eine Chemo hatten oder so etwas, ja, dann könnte das mal eben nötig sein. Ja, Armbänder. Gut, gehen wir zur Frage Nummer 8. Ein Patient möchte von Ihnen wissen, welche Lebensmittel er im Rahmen einer Zöliakie, in Klammer Spru, glutensensitive Enteropathie, zu sich nehmen darf. Auch das ist eine Klassikerfrage, die immer wieder kommt und immer wieder kommt. Habe ich auch keinerlei Fehler irgendwie mitbekommen? Ja, was ist es denn? Was dürfen die denn essen? Die war echt auch wieder geschenkt. Super Frage kommt hier. Ne? Was dürfen sie denn? Was darf der Zöliakie Patient, der auf das Gluten oder auf das Gliadin reagiert, denn zu sich nehmen. Die B, die 1, die 2, die 5, ganz klar. Ne? Reis, Hirse, Sojabohnen enthalten kein Gluten, wogegen Weizen, Dinkel, Gersten, Roggen, ne? Diese Sachen alle Gluten enthalten. Ne? Unterschiedliche Fraktionen, muss man auch nicht mal auf alles reagieren, aber geschenkte Frage. Genau. Wie ist denn das mit Buchweizen? Darf jemand mit Zöliakie Buchweizen zu sich nehmen? Ist nämlich kein Getreide. Ist zwar das Weizen im Wortstamm mit drin, aber ist kein Getreide. Ja, kann ich übernehmen. Ganz richtig. Also die Psoriasis. Frage. Typische Hautveränderungen sind Schlaffe. Ne?
bringen ja schlaffe unheimlich Blasen gerne mit klaren atopisches Inhalten Ekzem, rasch platzen. drauf, wie der Ich fand schon die ist. schlaffen Blasen mischen Sie super. das auch Ich habe mir gerne schon vorgestellt, wie miteinander. schlaffe Wenn Sie Blasen zwei aussehen. Antworten, Ich weiß wie nicht, magst du die machen? welches Krankheitsbild damit gemeint ist, aber die Psoriasis ist es natürlich nicht. Die hat keine Blasen. Also da geht es ja um diese silbrigen Schuppen im Prinzip. Ist ja eine, Das ist schön, eine ne? Keratinisierungsstörung. Super. Okay, also das war auf jeden Fall raus. Dann zu den allergischen Hauterkrankungen gehört die Psoriasis ebenfalls nicht. Wir haben es mit einem Autoimmungeschehen zu tun, HLA B27 oft positiv. Sicherlich, wenn jemand dazu noch Allergiker ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Psoriasis deutlich heftiger oder vielleicht schneller ausbricht, aber es ist nicht ursächlich. So, dann kam die C. Da habe ich kurz geschluckt, ehrlich gesagt, weil eine Arthritis, ich lasse mal den Nebensatz weg, eine Arthritis ist im Rahmen der Erkrankung möglich. Ja, das war sofort klar. Aber vor allem der kleinen Gelenke, das hat mich zuerst ein bisschen verwirrt, aber es blieb dann einiges anderes mehr übrig, dann habe ich sie mitgenommen natürlich. Genau, ich hatte mir gemerkt, es sind die großen und die kleinen im Strahl. So, von großen steht da nichts und von kleinen im Strahl auch nicht. Genau. Insofern war ich zuerst verwirrt, aber es blieb nichts anderes übrig. Also insofern habe ich mich dann da nicht mehr festgelegt. Also C ist drin, der Schleimhautbefall tritt regelmäßig auf. Nein, die Psoriasis tritt nicht an Schleimhäuten auf. Und E war dann auch drin, in vielen Fällen bessern sich die Symptome während der Sommermonate, weil eben einfach die Sonnenbestrahlung dem Psoriasis-Patienten sehr gut tut und es dann zur Abheilung auch der Herde kommt. Ich bin genauso mal kurz an diesen kleinen Gelenken da hängen geblieben. Ne? Ich meine, also Fingergelenke, da hat man das ja gerne im Strahl, aber man hat eben auch gerne die großen Gelenke. Von daher, ja, ne? Aber wie du eben auch sagst, was anderes bleibt da gar nicht übrig. Aber man bleibt mal kurz mit dem Auge dran hängen, ne? Weil ja, so optimal war das nicht. Ja, aber dafür die nächste. Aber da habe ich Fehler erlebt. Ich glaube, da haben sich einige nachher über sich selber geärgert. Es ist manchmal vom Vorteil, die Begriffe bis zum Ende hin zu lesen. Da haben sich, glaube ich, einige vertan. Ne? Ja, aber da, es gab tatsächlich Fehler. Ne? Man sollte das Migrans auch mitlesen. Sie haben bei einem Patienten den Verdacht auf ein rheumatisches Fieber. Welche der folgenden Symptome oder anamnestische Angaben stützen Ihren Verdacht? Wenn Sie zwei Antworten. A. Infekt in den letzten 1 bis 3 Wochen. B. Polyarthritis. C. Erythema migrans. D. Diarrhö. Und E. Die Gewichtszunahme. Ja, das ist ja ganz klar, ne, dass hier irgendwie ein Infekt meistens mit beta-hämolysierenden Streptokokken der Lernzwildgruppe A vorangegangen ist, wie eine Angina tonsillaris oder ein Scharlach oder ein Erysipel oder eine Impetigo contagiosa oder, ne, Otitis media. Und jetzt haben wir ja dieses Problem, dass Antigen-Antikörperkomplexe, Immunkomplexe gebaut werden und die sollen ja vom Immunsystem phagozytiert werden, also aufgefressen werden. Und das passiert eben häufiger gerade nach diesen Streptokokkeninfekten, dass das nicht geschieht. Dann zirkulieren die also im Blut rum und dann kommt es darauf an, welche Toxine da gebunden sind. Die haben dann unterschiedliche Affinitäten. Manche gehen zu Niere und machen eine Glomerulonephritis und manche führen eben zum rheumatischen Fieber. Das heißt also, rheumatisches Fieber, da geht es auf das Herzchen. Es gibt eine Karditis, ne, Perikarditis, Myokarditis, Endokarditis. Häufig wird auch nur von der Endokarditis gesprochen, weil davon die Prognose abhängt, ne, weil ne, Herzklappen etc. Dann eben auch eine springende Polyarthritis, gerne auch wieder der großen Gelenke, die man dort hat. Dann hat man auch den Hautbefall sehr häufig mit dabei, ob das subkutane Knötchen sind oder ein Erythema annulare Rheumaticum oder auch mal ein Erythema nodosum. Und dann eben auch die Beteiligung des Nervensystems infolge einer Chorea minor, also das heißt so Ungeschicklichkeiten. Das Kind hilft der Mutter zum Beispiel nach diesem Streptokokkeninfekt abzuwaschen und permanent fällt ihm ein Glas runter. Und dann ne, natürlich auch rheumatisches Fieber, das Fieber mit im Bild. Also von daher, Infekt in den letzten 1 bis 3 Wochen passt wunderbar, die Polyarthritis auch. Ich habe aber Leute gesehen, die hatten das Erythema migrans. Ne? Die haben wahrscheinlich nur Erythem gelesen ne? und dachten, annulare Rheumaticum oder Erythema nodosum. Das Migrans gehört natürlich zu einer ganz anderen Erkrankung.
Zu welcher denn? Zur Lyme-Borreliose. Genau. Gewichtszunahme durch Ödeme? Nee, Ödeme bekommt man da nicht. Die Ödeme würde man bekommen, wenn nach so einem Streptokokkeninfekt eine Glomerulonephritis entsteht. Weil bei der Glomerulonephritis dann das Glomerulum durchlässig wird, für einmal für Erythrozyten, ne, deshalb eben auch eine Hämaturie, und für Eiweiße. Und durch diesen Eiweißverlust und eine Oligurie bei der Glomerulonephritis kommt es dann zu den Ödemen. Ja, aber nicht beim rheumatischen Fieber. Das ist eine andere Manifestation dieser postinfektiösen Erkrankung, dieser Allergie Typ 3. Frage Nummer 11. Jo, der Herzneurotiker. Welche der folgenden Aussagen zu funktionellen Herzbeschwerden treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Das heißt, derjenige hat Beschwerden, aber das Herzchen ist völlig in Ordnung. Ne? Also an dem Herzchen liegt es nichts, meistens liegt es an der Psyche. Typische Veränderungen im EKG können nachgewiesen werden. Die Gabe von Nitrospray hilft prompt. C. Die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf. D. Bei gehäuften diagnostischen Abklärungen ergibt sich die Gefahr der Überbewertung der Symptome durch den Patienten. E. Körperliches Training und Entspannungstechniken können helfen, die Beschwerden zu lindern. Eine Frage mit Fehlerpotenzial, würde ich mal sagen. Weil hätte da gestanden, kreuzen Sie drei Antworten an, hätte der eine oder andere vielleicht drei sogar angekreuzt. Aber es steht da zwei Antworten. So, gehen wir mal durch. Typische Veränderungen im EKG können nachgewiesen werden. Dann wäre es ja nicht mehr funktionell. Ne? Dann hätte er ja was am Herzen, also das ist draußen. Die Gabe von Nitro hilft prompt. Nitro macht eine Vasodilatation, erweitert die Gefäße. Nö, der hat ja keine Gefäßverengung. Ne? Ist ja nichts am Herzen. B auch raus. So, und jetzt müssen wir mal gucken. C, D und E. Fangen wir vielleicht mal unten mit der E an. Körperliches Training und Entspannungstechniken können helfen, die Beschwerden zu lindern. Ich denke, das kann man nicht verneinen. Ne? Gerade wenn jemand so durch psychische Probleme Herzbeschwerden entwickelt, ne, ist ja häufig ein Ausdruck von Stress, von Ängsten, ne, bis hin zur Herzneurose, die sich entwickeln kann, dann ist für denjenigen es sicherlich gut, Entspannungstechniken zu erlernen, ob das ein autogenes Training ist oder Muskelentspannung nach Jakobsen oder Traumreisen oder was auch immer. Also von daher ist die E klar. Und jetzt muss man mal überlegen. Bei gehäuften diagnostischen Abklärungen ergibt sich die Gefahr der Überbewertung der Symptome durch den Patienten. Stellt euch mal irgendwie vor, euch zieht es, euch zwickt es irgendwo im Nacken oder so etwas. Ne? Dem schenken wir ja häufig überhaupt keine Aufmerksamkeit. Aber wenn ich jetzt jedes Mal, ne, da meine Aufmerksamkeit hinrichte, ne, dann mache ich das mit der Zeit ja immer größer, 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 größer. Und irgendwann denke ich, warum zieht es denn da immer so? Ne? Oh, stehe ich vielleicht kurz vorm Schlaganfall? Ist da vielleicht irgendwas? Ne? Dann kann ich mich in eine Spirale reindrehen. Und so ist das eben auch, wenn dann permanent irgendwas abgeklärt wird, ne, wo eigentlich schon die körperliche Ebene, sag mal, ausgeschlossen wird, dann kann das eben für den Patienten auch immer größer und größer und größer werden, immer mehr Gewicht letztendlich auch bekommen. Ne? Und er konzentriert sich irgendwann nur noch darauf. Der Fokus ist darauf gerichtet. Wenn wir uns mal 10 Minuten hinsetzen und mal so in uns reinhorchen, wo zieht es mal, wo drückt es mal, wo zwickt es mal, ne? Wo fühlt sich was komisch an, dann werden wir alle wahrscheinlich irgendwas finden. Nur wir sind von unserer Aufmerksamkeit, sind wir nicht da und messen dem nicht viel bei. Wenn ich die Aufmerksamkeit immer wieder dahin lenke, ja, dann kann das irgendwann eine Spirale geben, wo ich mich immer mehr reindrehe. Ja, und die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf. Die können natürlich unter körperlicher Belastung auftreten. Deshalb habe ich jetzt von unten angefangen. Die können natürlich auftreten. Es ist aber so eine absolute Aussage. Die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf. Ne? Von daher, die D und die E sind viel schöner. Müssen wir die D und die E nehmen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die auch mal unter körperlicher Belastung auftreten. Ne? Aber es ist eben jetzt nicht so wie jemand mit einer KHK, bei dem die Koronarien verengt sind, dass, wenn der sich körperlich belastet, dann irgendwann nicht mal genug sauerstoffreiches Blut zum Herzen kommt und ein Angina pectoris-Anfall besteht. Häufig geht es den Leuten sogar besser, wenn sie trainieren. Ne? Sie sollten dann ganz einfach ein leichtes Training machen, ne? Pulsfrequenz so, ja, was weiß ich, 100, 110, 120 nicht zu hoch gehen, ne? Weil sonst geht es auch wieder auf die Psyche, aber das tut ihnen häufig eher gut. Ne?
Genau. C und E, ne, würden auch nicht zusammenpassen, weil da unten auch körperliches Training steht. Also von daher sind wir bei der D und E. Aber ich kann mir vorstellen, dass da der eine oder andere schon ein bisschen überlegt hat oder vielleicht auch mal ein Fehlerchen reingebaut hat. Ne? Gut. Gehen wir mal weiter. Die nächste Frage steht wahrscheinlich gleich im Chat wieder geschenkt. Ist auch ein Klassiker. Ne? Nennen Sie Symptome der isolierten Linksherzinsuffizienz, nennen Sie Symptome der isolierten Rechtsherzinsuffizienz, sind Klassiker. Ne? Also, linkes Herz pumpt nicht richtig, wir haben einen Rückstau in die Lunge. Das ist das Problem. So, wenn ich einen Rückstau in die Lunge habe, dann habe ich natürlich A, Dyspnoe. Ne? Erstmal bei Belastung, ne? Später vielleicht auch mal in Ruhe. Beinödeme haben ja nichts mit einer Lungenstauung zu tun. Das habe ich bei der isolierten Rechtsherzinsuffizienz, ne? Wenn es in den Körperkreislauf zurückstaut. Prall gefüllte Halsvenen habe ich auch Rechtsherzinsuffizienz, staut den Körperkreislauf zurück. Und eine Lebervergrößerung ist auch wieder Rechtsherzinsuffizienz. Der Weg von der Lunge zur Leber ist nicht so wahnsinnig weit. Von daher kann eine Rechtsherzinsuffizienz immer relativ schnell zu einer Leberstauung führen, auch zu einer Hepatitis dort führen oder, wenn es ganz blöd läuft, tatsächlich auch zu einer Zirrhose cardiaque führen. Das heißt also zu einer Leberzirrhose, die über eine Rechtsherzinsuffizienz initiiert wird. Ja, und wenn ich jetzt eine isolierte Linksherzinsuffizienz habe und ich habe die ganze Zeit eine gestaute Lunge, dann kann sich dann auch irgendwann Lungenödem daraus ergeben. Das heißt also, wenn das ein chronischer Verlauf ist, dann ist es meistens erstmal ein interstitielles Ödem. Das bedeutet, dass sich Flüssigkeit im Zellzwischenraum und nicht in den Alveolen selber anreichert, dann habe ich auch noch keine Auskultationsbefunde. Im späteren Verlauf, ja, da ist es dann wirklich so, dass man dann manifest das ein alveoläres Lungenödem entwickeln kann und dann hat man diese charakteristischen feuchten Rasselgeräusche, meistens erstmal basal, irgendwann vielleicht rasseln, brodeln, kochen über der Brust. Von daher, die auch kein Problem. Frage Nummer 13. Der Eisenstoffwechsel. Ach, habe ich mich gefreut, als ich die Frage gesehen habe. Ich weiß nicht, hatten wir es einen Abend vorher noch oder hatten wir es 2 Tage vorher noch? Auf jeden Fall war es ganz nah an der Prüfung. Wir haben den Abend vorher noch so 3 Stunden lockeres Brainstorming gemacht, bisschen Unterbewusstsein kommen lassen. Was könnte denn noch kommen? Ach, haben wir es dann nicht noch von den Eisenverwertungsstörungen bei Tumorerkrankungen gehabt? Am Abend vorher war es, ne? Genau. Ja, wenn Sie 2 Antworten in der Schwangerschaft sollte die Eisenzufuhr vermindert werden. Die hat einen höheren Bedarf, das wäre absolut kontraproduktiv. Ein erhöhtes Ferritin kann bei einer Anämie ein Hinweis auf eine Tumorerkrankung sein. Ich gehe schon mal weiter. Hautblässe ist ein sicheres Anämiesymptom. Eine hypochrome, mikrozytäre Anämie ist typisch für eine Eisenzufuhr. Wo sind wir? Da sind wir. Welche der folgenden Aussagen zur Diarrhoe treffen zu? Erstens, bei Tropenanamnese sollte an Lamblien und Amöben gedacht werden. Zweitens, bei fieberhaften Durchfällen nach Einnahme eines Breitbandantibiotikums sollte dasselbe Antibiotikum noch längere Zeit eingenommen werden. Drittens, bei einer Lebensmittelvergiftung durch oral aufgenommene Staphylokokkentoxine beträgt die Inkubationszeit wenige Stunden. Viertens, bei Reisediarrhöen sollten regelmäßig Antibiotika eingenommen werden. Und die letzte, die meisten, über 70% der Durchfälle im Kleinkindesalter, werden durch Salmonellen ausgelöst. Also was für mich weniger ein Problem war, die Tropenanamnese, die sollte natürlich Lamblien und Amöben mit einschließen. Die haben ja nicht so ein akutes Krankheitsbild, sondern das kann ja durchaus einige Tage dauern und das kann auch langsam anfangen. Das ist ja keine akute Geschichte. Deswegen, wenn ich aus einem Land komme und es geht mir schlecht, ich habe ein Krankheitsbild, dann sollte ich die natürlich mit einschließen. Und die können zum Beispiel auch unabhängig, bei den Amöben war das so mein Gedankengang, aber auch natürlich bei Giardia lamblia, zum Beispiel auch einen Leberabszess machen. Das heißt, selbst wenn die Diarrhoe vorbei ist, wenn ich denn eine habe, könnte ich trotzdem ein Langzeitkrankheitsbild haben. Also die waren auf jeden Fall drin. Dann die 2, die war natürlich sofort raus. Wenn ich nach Einnahme eines Antibiotikums eine Diarrhoe bekomme, dann liegt das wahrscheinlich am Antibiotikum und dann sollte ich das natürlich nicht weiternehmen, das ist doch klar. Und genauso schwachsinnig war natürlich auch die 4, bei Reisediarrhoen sollten regelmäßig Antibiotika eingenommen werden.
wenn ich einen bakteriellen Befall habe, der auf ein Antibiotikum anspringt, okay, aber Reisediarrhöen können ja auch durch alles Mögliche ausgelöst werden. Da kann ich nicht einfach ein Antibiotikum obendrauf ballern. Also regelmäßig war raus. Ja, genau. Genau. Ja, und dann die zweite Lebensmittelvergiftung durch die Staphylokokkentoxine, dass das sehr schnell geht, das war mir eigentlich klar. Also ob es jetzt 2 bis 6 Stunden dauert, da war ich mir nicht sicher. Aber dass diese Toxine sehr schnell wirksam sind und zu einer Diarrhoe führen, das habe ich sofort mit eingeschlossen. Musste mich dann also entscheiden zwischen 3 und 5. Und die meisten Kinder haben keinen Durchfall wegen Salmonellen, sondern da sind Rotaviren und Noroviren und sowas ganz oben dabei, aber nicht die Salmonellen. Und deswegen bin ich bei B gelandet, bei 1 und 3. Frage Nummer 18. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den prädisponierenden Faktoren für eine Harnwegsinfektion gehören Prostataadenom, Querschnittslähmung, Schwangerschaft, Hypercholesterinämie und hohe Trinkmenge. Jo, was ist denn da richtig? Druckerhöhung. Ist da ja wird immer durch 1, akute Erkrankungen das schon so, hervorgerufen. Dass man da schon ein bisschen natürlich Probleme nicht bekommt. Richtig. Stadium 2 schon eine die kann auch durch chronische Erkrankungen hervorgerufen werden. Zu Überlaufblase kommen. Also zum Beispiel ein Tumor ja oder sowas. Da betrifft ja auch Akutes. Die Blase. Zeigt bei Säuglingen, ja, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die gleichen jede Symptome. Frau, ne? Auch das ist aber nicht richtig. Insbesondere Kinder, Säuglinge auch kleine, die sich natürlich nicht so äußern können. Die haben eigentlich immer Bauchschmerzen. Schauen wir uns die Frage. Da kommt man vielleicht nicht unbedingt auf den Kopf. Ja, C zeigt als typisches Symptom einen Blutdruckabfall. Das kann ein Symptom sein, ja, aber es ist nicht typisch. Es ist kein typisches Symptom. Deswegen war C auch raus. Und dann kommt die Stauungspapille, die aber eben ein klassisches Symptom der Hirndrucksteigerung ist. Damit war C sofort die Lösung, D sofort die Lösung. Und E kann bei einem niedrigen Puls ausgeschlossen werden. Der Vagusdruckpuls wäre eher ein typisches Symptom für die Hirndrucksteigerung. Auf den haben sie vielleicht angespielt und deswegen kann das natürlich nicht ausgeschlossen werden. War also ganz klar, das muss D sein. Genau. Vielleicht um das mit dem Blutdruck sich mal kurz vorzustellen. Das nennt man den sogenannten Cushing-Reflex. Ne? Es ist eben so, dass wenn der Hirndruck ansteigt. Ich habe ja ein Problem im Gehirn, dass die Gefäßmuskulatur im Gehirn, dass die nicht mehr richtig funktioniert, ne? Dass die Hirndurchblutung nicht mehr so richtig da ist. Und dann, jetzt habe ich die Katze auch noch im Bild, ne? Dann kommt es eben letztendlich durch eine Volumenzunahme zu einer Erhöhung des intrakraniellen Drucks und dann versucht eben der Körper gegenzuregulieren und den Blutdruck ganz einfach ansteigen zu lassen, damit da trotzdem noch eine ausreichende Durchblutung eben gewährleistet ist. Und deshalb steigt dieser Blutdruck dann eben an. Also von daher merken wir uns Blutdruckanstieg und nicht Abfall. Wir merken uns die Stauungspapille. Wir merken den Druckpuls, ne, den kann man nicht mehr wegdrücken. Der ist teilweise nur noch 20 Schläge. Natürlich ansonsten Verwirrtheit, Übelkeit, Erbrechen, auch nüchtern Erbrechen. Die Mydriasis auf der betroffenen Seite, ne, oder mittelweit, so dass es auch nicht mehr auf reagiert, wenn ich mit dem Lämpchen reindeuchte. Und natürlich, ne, dass ich immer mehr wegdämmer und immer mehr Bewusstseinsstörung entwickeln. Gut, da geht es jetzt mal weiter. Da musste ich lachen. Ich glaube, 3 oder 4 Leute haben Fehler gemacht. Aber nicht, weil sie es nicht wussten, sondern weil sie statt Mastoiditis Mastitis gelesen haben. Das ist einigen passiert, das war aber bei keinem irgendwie prüfungsgefährdend. Von daher finde ich das einen sehr charmanten Fehler. Bei der akuten Mastoiditis handelt es sich um eine Entzündung der Brustdrüse. Ist es empfehlenswert, therapeutisch Zwiebelsäckchen aufzulegen? Besteht die Gefahr eines Hirnabszesses? Besteht Druckschmerz über dem Warzenfortsatz sowie Schwellung hinter dem Ohr mit abstehendem Ohr? Und kann es zu einer eitrigen Sekretion aus der Brustwarze kommen? Ja, wenn man Mastitis gelesen hat, dann war man natürlich bei der A und E. Aber es geht ja hier um das Mastoid und nicht um die Mama, ne? Also keine, von daher ist A und E ganz, ganz schnell mal drauf. Und eine Mastoiditis ist sicher nichts mehr, wo man Zwiebelsäckchen auflegt, sondern da ist wirklich die Gefahr, dass es ins Hirn durchbricht, dass es da einen Abszess gibt. Und man hat eben hinter dem Ohr eine Schwellung, das tut weh, wenn man da drauf drückt. Und durch diese Schwellung, ne, kriegt man so ein bisschen Segelohr auf dieser Seite. Von daher, wenn man sie richtig gelesen hat, geschenkt. Wenn man Mastitis gelesen hat, ja, dann ist man voll eingefallen.
Weiter geht es. Die Frage 21. Ja, habe ich auch Fehler gesehen. Ne? Das waren aber Fehler, die durch Unkonzentriertheit entstehen können. Vielleicht beantwortet ihr sie mal kurz im Chat. In welchen der folgenden Blutgefäße fließt sauerstoffreiches Blut? Wenn Sie zwei Antworten, die Pfortader, also die Vena Portae, die Lungenvenen, also die Vene Pulmonalis, der Truncus Pulmonalis, der Truncus Celiacus oder die obere Hodelvene, also die Vena Cava Superior. Ja, sind alle bei der B und D, ne, nicht reingefallen. Die Pfortader ist, wir haben es ja in Klammer noch, Vena Portae, ne, ist ja das Gefäß, was das Blut der unpaaren Bauchorgane, das heißt also Milz, Pankreas, Magen, Leber aufnimmt und rüber, Milz, Pankreas, Darm und Magen aufnimmt und zur Leber rüberbringt. Ne? Das ist eine Vene, da ist sauerstoffarmes Blut drin. Die Lungenvenen hingegen, die gehen ja von der Lunge zum linken Vorhof, da ist arterielles Blut drin. Der Truncus pulmonalis transportiert ja das Blut vom der rechten Herzkammer in die Lunge, das ist also sauerstoffarm. Obere Hohlvene, ja, haben wir ja wieder Vene schon drin. Ne? Also der Truncus celiacus. Ne? Truncus celiacus, der Truncus celiacus ist, ist letztendlich die erste von diesen drei unpaaren Eingeweideästen von der Bauchaorta. Das heißt also, die ist zuständig für die arterielle Versorgung vom Magen, von der Leber, vom Pankreas, vom Duodenum, ne, von der Milz, ne, und teilt sich dann eben in so drei Hauptgefäße auf. Ne, Truncus celiacus. Blick ins Anatomiebuch werfen. Gut, weiter geht es. Frage Nummer 20. Ein 60-jähriger übergewichtiger Mann klagt plötzlich über auftretende Schmerzen im Bereich der rechten Großzehe. Eigentlich muss man nicht mehr weiterlesen. Ne? Das Großzehengrundgelenk ist geschwollen, überwärmt und gerötet. Und jetzt kommt noch was, um das zu unterstützen. Er berichtet, dass er seit mehreren Wochen eine Fastenkur mache, um abzunehmen. Ne? Kalor, Dolor, Tumor, Rubor, Funktionäser, er hat gefastet. Ja, dem ist die Harnsäure angestiegen und die Harnsäure hat sich im Großzehengrundgelenk abgelagert. Ich übernehme. Und Cobra übernehme. Podagra, genau. Welche, das ist natürlich welche der folgenden Aussagen gesagt, zur Perkussion und zur Klopfschallqualität diabetisches Fußsyndrom. Auch das hatten wir ja irgendwie einen Abend vorher gemacht. Ich habe so gelächelt und an euch alle gedacht, wie wir uns durch den Klopfschall geschallt haben einen Abend vorher. Mehr ja, Keywords genau. Kann man hier eigentlich genau. Nicht mit reinpacken. Deshalb so, weiter. Der gedämpfte Klopfschall ist typisch für einen Pleuraerguss. Aber das sind ja wieder so ja, wenn ich da drauf klopfe, so wenn ich den Finger auflege und ich perkutiere, dann ist das gedämpft, denn ich habe ja Flüssigkeitsansammlungen der Pleura. Du, Fee, magst du sie vielleicht und das wirkt ja wie eine Schalldämpfung. Ne? Wie, du sagst immer, wie ein nasser Waschlappen davor. Gut. Dann zweitens, der gedämpfte Klopfschall ist typisch für einen Pneumothorax. Nee, wenn ich einen Pneumothorax habe, dann hat sich die Lunge von der Thoraxwand gelöst und dann habe ich einen riesen Hohlraum. Das ist natürlich nicht gedämpft, sondern der wäre hypersonor, wenn ich da drauf klopfe. Drittens, der hypersonore Klopfschall ist typisch für eine Lungenfibrose. Auch das ist nicht richtig, denn eine Lungenfibrose ist eine Verdichtung des Gewebes. Das Gewebe ist fibrosiert. Wenn ich da drauf klopfe, dann habe ich keinen Hohlraum und der ist nicht hypersonor, sondern der wäre ebenfalls gedämpft. Der sonore Klopfschall ist als Normalfund anzusehen. Jawohl, das ist er. Und der tympanitische Klopfschall ist typisch über gasgefüllten Darmschlingen. Ja, das ist der Klopfschall, den ich perkutiere zum Beispiel auf dem Abdomen. Das wäre ein tympanitischer. Und deswegen ist 1, 4 und 5 korrekt. Absolut. War gerade nochmal die Frage nach dem Klopfschall beim Pneumothorax. Das ist häufig ein Denkfehler, ne? Dass man so denkt, ah, die Lunge ist ja so kollabiert und jetzt habe ich einen Klumpen und klopfe drauf und dann ist das dumpf. Nee, es ist so, man muss sich das vorstellen, man hat die Pleurahöhle und dann kollabiert die Lunge und dann entsteht ja außenrum ein luftgefüllter Raum, also um diesen, ich nenne das jetzt mal kollabierten Klumpen außenrum. Ja? Und das ist ja kein physiologischer Raum, der da ist. Und wenn ich jetzt drauf perkutiere, dann habe ich hier diesen luftgefüllten Raum. Und deshalb ist der hypersonor. Ja? Okay, gut. Also das immer gut für diejenigen, die noch die Prüfung vor sich haben. Üben kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja? Gut, gehen wir weiter.
Typische Veränderungen der Blutwerte bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz sind Kreatinin vermindert. Das wäre was ganz Neues, denn Kreatinin ist ja eben auch ein wichtiger Parameter, um die Nierenfunktion zu beurteilen. Ne? Grenzwert 1,1, 1,2 Milligramm pro Deziliter stammt aus dem Muskelstoffwechsel. Und wenn die Niere irgendwann insuffizient ist, irgendwann steigt dieser Wert an, weil sie es nicht mehr adäquat ausscheiden kann. Also erhöht und nicht vermindert. Erythrozytenzahl vermindert? Ja. Daria fragt gerade, warum? Ja, warum? Kein Erythropoetin, ganz genau. Die Niere produziert hier Erythropoetin, das EPO, das heißt also ein Wachstumsfaktor für die Erythrozyten, ne? Erythropoetin für die Erythropoese, also für die Bildung der Eris im Knochenmark. Kein EPO, keine Eris, ne? Also geht das Ganze runter. Und dann habe ich natürlich auch einen verminderten Hämatokrit, ne? Weil der Hämatokrit ist ja zu 99% von den Eris abhängig. Habe ich wenig, ne? Eris, eine Anämie oder so etwas, geht er runter. Habe ich eine Polyglobulie, geht er hoch. Also von daher klar. Eine Eri ist gefüllt mit Hämoglobin. Wenn ich wenig Eris habe, kann ich auch nicht mehr so viel Hämoglobin transportieren. Also ist mein Gesamthämoglobin, was bei Frauen zwischen 12 und 16 Milligramm pro Deziliter und bei Männern 14 bis 18 Milligramm pro Deziliter liegen sollte, eben auch vermindert. Das ist also auch korrekt. Und Harnstoff, ja, unser Produkt, Abbauprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel. Das heißt also, erst entsteht Ammoniak und die Leber macht dann ungiftigen Harnstoff drauf. Scheiden wir am Tag 30, 40, 50 Gramm davon aus, ist also auch fatal, wenn der hoch ist und nicht, wenn er vermindert ist. Von daher sind wir hier schnell bei der 2, der 3 und der 4 und das wäre die Aussage C. Die nächste Frage. Hahaha. Ich habe doch den Abend vorher noch überlegt, machen wir diese Muskeln oder nicht und habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich dachte, die Leute, die jetzt nicht Physios oder Osteos sind, die hassen dieses Thema und ich will die jetzt nicht irgendwie noch verwirren, lassen wir es doch mal weg. Ne? Nächsten Tag dachte ich, hätten wir es vielleicht doch nochmal gemacht, aber ja, ich weiß, da hatten einige, Anna, ich wollte es gerade sagen, Mut zur Lücke. Ne? Also für ein Physio oder Osteo ist das natürlich ein Geschenk. Ne? Für jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat, ist es eine ewige Lernerei. Lerne ich jetzt die Adduktoren, die Abduktoren und so weiter? Was brauche ich für die Flexion und Extension und so weiter und so fort? Also von daher, ja, vielleicht konnte man, gucken wir mal so hin, als ob wir so überhaupt keine Ahnung haben. Ja? Und versuchen wir vielleicht mal so ein bisschen auszuschließen. Welcher würde denn sofort rausfallen? Also einer fliegt sofort raus. Der Einser fliegt sofort raus. Ne? Das sind nämlich schöne Wadenmuskeln bei den Männern, ne? Wenn sie die so toll, wenn sie die so toll trainiert haben. Ne? Haben wir da unten Trizeps Surae. Also eins fällt raus, die zwei fällt ja auch aus Rectus Abdominis. Hallo? Ne? Also das kann kein Beuger im Hüftgelenk sein. Eins und zwei sind schon mal raus. Gucken wir schon mal, ob wir damit weiterkommen würden. Das heißt, Aussage B, D und E würden schon mal rausfallen, wenn man die nicht gelernt hat. So, und jetzt hat man eine 50-50-Chance. Rectus femoris hört sich schon mal gut an, Oberschenkel. Und der Sartorius, der Schneidermuskel. So, jetzt ist, hätte man 50-50-Chance gehabt, nimmt man mit rein oder nimmt man nicht rein. Der Gluteus Maximus, der ist ja jetzt schon rausgefallen. Ne? Den brauche ich auch nicht zum Beugen, den brauche ich zum Strecken auf den Po-Muskel hinten. Also von daher musste man sich eigentlich nur noch zwischen 3 und 3 und 4 unterscheiden. Und gehört der Schneidermuskel, genau, der gehört zum Schneidersitz dazu, da brauche ich den für den Schneidersitz. Genau, ne? Den brauche ich also zum Beugen. Also von daher nehmen wir den auch mit rein und dann kannst du keinen Schneidersitz, ich sitze gerade im Schneidersitz. Ne? 3 und 4 da. 3 und 4. Gut, also das ist immer so eine Frage, wenn man sich damit sehr schwer tut, lernt man die oder macht man da Mut zur Lücke? Eher würde ich noch raten, da Mut zur Lücke zu machen, als bei den folgenden Fragen. Viele machen in ihrer Prüfungsvorbereitung nicht besonders viel Psychiatrie. Und das ist nicht besonders empfehlenswert. Ihr seht, auch in dieser Prüfung sind, auch in der davor, sind wieder sehr, sehr viele Fragen Psychiatrie. Und ja, früher waren die allgemeiner gehalten, heute sind die spezieller. Also da muss man sich schon ein bisschen damit auskennen.
Ja, ich habe auch bei jeder Psychiatriefrage an Daria gedacht und habe gedacht, wieder eine Frage Also, für Sie. die Antriebssteigerung ist ein Da waren so viele schöne Psychiatriefragen dabei. So, das schizophrene Residuum, das ist der Restzustand zum Beispiel nach einem schizophrenen Schub. Das ist gekennzeichnet eben durch das genaue Gegenteil von der Antriebssteigerung. Also es ist ein Rückzug, es ist ein sozialer Rückzug, aber auch ein körperlicher Rückzug, also bis zur Verwahrlosung. Da bin ich nicht antriebsgesteuert. Zustand. Deswegen fällt das schizophrene Residuum sofort raus. Wie magst du mal zu der Die hebephrene Schizophrenie, die Schizophrenie ja des Jugendlichen oder des jungen Alters, auch das ist keine mit einer Antriebssteigerung assoziierte, sondern das sind ja eher die sozial zurückgezogenen, die Einzelgänger, die in ihrem Zimmer mit zugezogener Gardine sitzen. Da ist auch nichts von Tanzen auf dem Tisch. Und die Hypothyreose, also ich gehe direkt zu E, die ist auch, also wenn ich zu wenig Schilddrüsenhormone habe, dann ist alles runtergefahren, nicht nur Stoffwechsel, sondern auch Psyche. Und ja, da habe ich auch keine Kraft und keinen Spaß, auf dem Tisch zu tanzen. Die manische Episode, das ist der Klassiker für die Antriebssteigerung, die können ja 24 Stunden rund um die Uhr und volle Lotte. Deswegen war D sofort drin. Und die agitierte Depression ist ja diese besondere Form der Depression, die eben sich durch zum Beispiel eine Steigerung von Antrieb zeigt, durch Jammern, durch all solche Dinge, die eigentlich man nicht mit einer Depression assoziiert normalerweise. Und deswegen war es die C und die D. Eben die Chance auch in der Praxis immer, dass da die Depression übersehen wird, weil sie eben so antriebsgesteigert sind, weil sie so agitiert sind, die sind unruhig, ne? Und dann rennen sie zum Arzt und mir geht schlecht und was ist los? Und deshalb wird es als Jammerdepression tatsächlich auch bezeichnet. Also es stammt jetzt nicht von mir der Ausdruck, aber die sind antriebsgesteigert. Gut, gehen wir weiter. C und D, also richtig. agitiert ist, wenn du so hochgefahren bist, ne? Wenn du Agir, du bist so hochgepusht, ne, so unruhig. Welche der folgenden Aussagen zum Infektionsweg treffen zu? Eine Übertragung durch respiratorische Sekrete, auch eine schöne Bezeichnung, ist typisch für Röteln, Meningokokkenmeningitis, HIV, Hepatitis, Scharlach. Was ist denn da richtig? Herrliche Frage, sagt die Anke. Alle? Nee. C ist richtig. Ja? Röteln, kann ich mich anstecken. Meningokokken, HIV, man hat das HIV-Virus zwar auch im Speichel nachgewiesen, es gibt aber keinen einzigen Fall, wo man darüber eine Übertragung oder so etwas feststellen konnte oder Infektionen feststellen. Sonst müssten ja HIV-Leute mit Mundschutz rumlaufen. Hepatitis C, das ist auch vornehmlich über den Blutweg oder sexuell. Und Scharlach, ja klar. Ne? Das ist ganz klar. Ach, das hast du mit der Meldepflicht verwechselt, ne? Welche meldepflichtig sind. Da sind sie alle. Gut. Pertussis. Ja, Pertussis habe ich auch irgendwie im Gefühl gehabt, dass das kommt, weil es gibt immer mehr Pertussis-Fälle und zwar immer mehr, die war auch schön, ne? Immer mehr bei den Erwachsenen. Deshalb haben einige sicher an mich gedacht, weil ich immer gesagt habe, ja, auch die Erwachsenen sollen sich dagegen impfen lassen. Und einige haben sicher hier an die Simone gedacht, ne, die auch immer wieder darauf hinweist, dass im Stadium Convulsivum irgendwann die Erreger verschwinden, nur noch die Toxine da sind und dann die Antibiotika überhaupt nichts mehr auswirken können, also bewirken können. Ne? Die Pertussis-Impfung führt zu einem lebenslangen Schutz. Na, schön wär's. Bei vielen Leuten ist wirklich der Schutz nach ein, zwei Jahren schon weg. Man sieht es daran, dass viele Erwachsene inzwischen dran erkranken. Also A ist raus. Dann auch Erwachsene sollten gegen Pertussis geimpft werden. Ist ein bisschen allgemeine Aussage, aber ja. Ne? Gegen die typischen Hustenanfälle wirken Antibiotika zuverlässig. Nee, das haben wir sowieso schon gehört, dass eben ab einem gewissen Stadium die Antibiotika gar nicht mehr helfen. Außerdem jetzt primär für den Husten, ne? Da würde auch der Hustensaft irgendwann nicht mehr helfen, das auch nicht. Also von daher ist die C draußen. Pertussis kann aber durchaus für die Säuglinge lebensgefährlich werden, ne? Dass sie lebensgefährliche Apnoeanfälle haben. Die haben diesen Hustenreiz noch nicht, deshalb machen sie auch diese typischen Stadien, Katarrhale und dann Konvulsivum, ne? Mit diesem staccatoartigen Husten und mit dem Strido und so.
ist das häufig gar nicht so apparent, aber deshalb gibt es ja die Impfempfehlung schon im dritten Lebensmonat. Und Pertussis ist eine durch Plasmodien ausgelöste Erkrankung. Plasmodien sind sowas wie Plasmodium, Falciparum, Vivax, Ovale, Malaria. Das sind kleine Einzeller, sind kleine Tierchen, ne? Und die lösen beispielsweise die Malaria aus. Ne? Hölle, kann ich mir vorstellen. Also Keuchhusten stelle ich mir schrecklich vor. So, ach, hier kommt jetzt eine Frage mit Fehlerpotenzial. Ich habe da auch so erstmal drauf geguckt, habe gesagt, die gucke ich mir nachher nochmal irgendwie an und guckte sie dann gar nicht mehr an, weil irgendwie, ja, es war bei keinem eng. Und dann habe ich mir aber auf dem Rückweg nochmal über diese Frage Gedanken gemacht und dachte, die ist ja also wirklich... Das war für mich ein Geschenk. Also ich habe als Kind Läuse gehabt, ich habe im Kindergarten gearbeitet, die haben alle Läuse gehabt. Das war für mich der komplette Durchmarsch, überhaupt kein Problem. Fand ich super, die Frage. Kopfläuse werden vor allem durch Haustiere übertragen. Kopfläuse können selbstständig größere Wegstrecken überwinden. Nissen können von Schuppen nicht unterschieden werden. Kopfläuse nehmen mehrmals täglich Blut als Nahrung auf. Ich habe mich dann als erstes gefragt, was meinen die mit größeren Wegstrecken von der Jacke zu einer Jacke oder dass die 20 Kilometer joggen gehen. Also, Fee, wie ging es dir denn mit der Frage? Es interessiert mich. Also ich bin wirklich beim ersten Durchlesen hängen geblieben mit diesen größeren Wegstrecken, ne? Weil ich so dachte, ja, von Jacke zu Jacke, aber ist das eine größere Wegstrecke oder nicht? Ne? Hast du auch überlegt, Daria, ne? Aber es ist nun mal so, dass man die sieht, ne? Dass diese recht groß sind. Die werden nicht vor allem über die Haustiere übertragen, ne? Sondern von Kopf zu Kopf, von Mütze zu Mütze. Nissen können von Schuppen schon unterschieden werden. Und ja, die müssen ja irgendwas fressen. Und dann nehmen sie mehrmals täglich Blut als Nahrung auf. Sei froh. Ich habe die als Kind gesehen. Ich weiß immer, wie die Kinder gemobbt worden sind, die Läuse hatten. Also ich habe sie auch das letzte Mal als Kind gesehen, aber ich kann mich noch daran erinnern. Und ich habe auch die Nissen gesehen. Gut, weiter geht es. Darf ich aber vielleicht dennoch fragen, ob jemand das interessiert mich nämlich jetzt, bei der Läusefrage Fehler hatte? Ja, habe ich mir gedacht. Ne? Also das ist so eine, also diese Wegstrecken, da habe ich auch letztendlich Hasselwegstrecken genommen. Ne? Habe ich auch gedacht, ja, was meinen die denn jetzt? Von Mütze zu Mütze, von Jacke zu Jacke, ist das also für so eine kleine Laus, finde ich das auch eine große Wegstrecke. Ist immer alles eine Frage der Relation. Ne? Okay, aber die nächste war wieder easy. Welche der folgenden Aussagen zu Tetanus, also Clostridium tetani, treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. A. Die Sporen kommen im Erdbereich vor. B. Die Sporen benötigen Sauerstoff. C. Eine aktive Immunisierung, Impfung, wer das nicht versteht, sollte bereits im Säuglingsalter begonnen werden. D. Nur in schlecht durchbluteten Wunden kommt es zur Infektion. Und E. Die Ansteckung erfolgt direkt von Mensch zu Mensch. Elena mit ihrer Vorliebe für Infektionskrankheiten hat sich gefreut, ne? Genau, also wir wissen, Clostridium tetani oder überhaupt die ganzen Clostridien, ne, sind anaerobe Sporenbildner. Die hassen Sauerstoff. Ne? Die werden erst richtig fit, wenn kein Sauerstoff da ist. Und die kommen eben auch überall im Erdreich vor, ne? Ob das jetzt Clostridium tetani oder Perfringens ist, dann kann ich mir das über eine kleine Bagatellverletzung holen. Und dann kommt es drauf an, wie viel Sauerstoff ist da. Das heißt, also habe ich ein gut durchblutetes Gewebe, ist das Risiko sehr gering. Habe ich allerdings, jetzt was weiß ich, Ödeme an den Beinen, bin ich Diabetiker, ne? Ist da schon irgendetwas so, dass wenig Sauerstoff da ist, dass das Gewebe nicht gut durchblutet ist, ne? Dann habe ich natürlich ein höheres Risiko, dass die wirklich so zum Leben erwachen, dass sie auskeimen und dass es dann eben ja zum Wundstarrkrampf kommen kann, ne? Mit Risus sardonicus, Trismus und Opisthotonus. Also von daher, was haben wir denn da? Die Sporen kommen im Erdreich vor, ganz klar. Die Sporen benötigen Sauerstoff. Nee, die hassen Sauerstoff. Eine aktive Immunisierung sollte bereits im Säuglingsalter begonnen werden. Ja, ist in der Sechsfachimpfung drin. Ne? Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Polio, Haemophilus influenzae Typ B und Pertussis. Ne? Und danach noch die Pneumokokken.
Nur in schlecht durchbluteten Wunden kommt es zur Infektion. Nee, nicht nur. Das ist prädisponierend dafür, ne? Aber nicht nur. Ne? Und die Ansteckung erfolgt nicht direkt von Mensch zu Mensch. Impfung gegen Toxine. Ja, Simone, das ist überhaupt das Potenteste, was es gibt. Bei Tetanus und Diphtherie wird nicht gegen das Bakterium immunisiert, sondern gegen das Toxin. Und das sind eigentlich auch Impfstoffe, Impfkritiker die Ohren zu halten, die sehr potent sind und die eine sehr hohe Schutzrate haben. Gegen Bakterien zu immunisieren ist ganz, ganz schwierig. Ne? Deshalb konjugiert man diese Impfstoffe sehr häufig. Eben da stimmt natürlich Impfstoffen der Wahn, da stimmen die Essstörungen, die Störungen der Affektivität genau, und die Halluzinationen. Zweimal Viren, die zweimal Bakterien, zweimal Orientierungsstörung hat der Schizophrene nicht. So. Weiter geht es. Ach, nett. Ja. Haben wir im Grunde ja, den Herrn Schneider hier stehen. Ne? Auch den Abend vorher nochmal schön durchgegangen. Symptome ersten und zweiten Ranges nach Schneider. Nach den Symptomen ersten, zweiten Ranges nach der Unterteilung haben sie nicht gefragt, aber ja, stehen sie alle schön da. Fee, welche stimmen denn da? Genau, der hat fast alles, aber keine Bewusstseins- und keine Orientierungsstörung. Ne? Und ja, Wahn ist ganz, ganz typisch Ich-Störung. Ich denke, jemand gibt mir Gedanken in meinem Kopf ein oder der beeinflusst meinen Willen, ne? Oder meine Gedanken breiten sich aus, ne? Oder machen sich irgendwo auf dem Weg wohin. Also ich werde beeinflusst, die Ich-Umwelt-Grenze, ne? Die ist nicht mehr klar gezogen. Das ist ganz typisch. Und dass sie Störung der Affektivität haben, ist ja auch völlig klar. Ne? Ja, es sind aber immer viele Psychofragen. Also wenn du mal so zusammenrechnest aus den letzten 10, 15 Jahren, muss man sagen, es gibt drei Themenblöcke, die am meisten Fragen haben. Und das sind Infektionskrankheiten, Psychiatrie und Herz-Kreislauf. Das sind die häufigsten. Ja? Und ich meine, die machen ja immer mehr Fragen, als tatsächlich in der Prüfung sind. Und dann machen sie das per Zufallsprinzip letztendlich, welche nachher drin sind. Ne? Könnte sein, dass sie es jetzt ändern, weil es so ein Gerichtsurteil gab, aber das ist ja jetzt auch egal. Aber auf jeden Fall, es kann sein, dass du mal zwei Psychiatriefragen drin hast, du kannst aber auch 6, 7 drin haben. Ne? Und bei den Infektionskrankheiten genau das Gleiche. Deshalb sage ich eben auch, ich erlebe das häufig, wenn Leute von woanders her, von der Ausbildung kommen, dass wenig Psychiatrie gemacht wird, wenig Infektionskrankheiten. Und genau das sind die häufigsten Prüfungsfragen. Und wenn ich dann 6 Fragen Psycho habe und ich kann 4 davon nicht beantworten, dann kann es eng hinten raus werden. Ne? Gut, weiter geht's. Der Abend vorher, ne? Ja, Geschenk, oder? Noch abends schnell ins Kurzzeitgedächtnis nochmal aufgefrischt. Also, Olfactorius ist für was zuständig? Riechen, der Trochlearis, Augenrollen, ne? So, der Vagus, ja klar, Vagus ist der Vagus, der Hypoglossus, genau, ne? Zunge rausstrecken und dann guckt man, ob sie nach rechts oder links abweicht, beziehungsweise ob die Uvula da hinten irgendwie in irgendeine Richtung geht, ne? Also Hypoglossus, ganz klar. Und der Medianus, ne? Den haben wir ja hier am Arm, ne, der im Karpaltunnel ganz einfach verläuft. Die musst du aber gut, Claudia, die musst du gut lernen, die kommen gerne in der mündlichen. Ne? Erzählen Sie doch mal was über den 7. Hirnnerv. Ne? Und da muss ich ganz schnell wissen, welcher ist es. Achso, da waren ja 2 Fragen drauf. Moment, muss ich ja nochmal zurück. Ah, da haben sich einige schwer getan. Ich glaube, da sind auch ein paar Fehlerchen passiert beim HbA1c. Über welchen Zeitraum macht der HbA1c eine Aussage? Macht er eine Aussage? Ja, okay. Also das Blutzucker-Langzeitgedächtnis. Letzten 3 Wochen, 8 Wochen, 5 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Ja, sind 4 bis 12 Wochen sind das. Ne? 4 bis 12 Wochen. Und von daher, also 5 Monate sind zu lang. Ne? Und deshalb muss man die 8 Wochen dann nehmen. Für diejenigen, denen das vielleicht nicht ganz klar ist, der HbA1c, der ja bislang in Prozent angegeben wurde, bis 6,5%, eigentlich heutzutage schon in Millimol angegeben wird, ist der Blutzucker-Gedächtniswert, vor allem für die Diabetiker, ob die gut eingestellt sind.
Und wir haben hier ja in dem Begriff das HB drin, das heißt das Hämoglobin. Und die Glucose, die lagert sich eben irreversibel an das HB an. Und wenn ich jetzt einmal irgendwie schlemme und irgendwie mal 3 Stückchen Torte esse, dann wird der sich nicht verändern. Aber wenn mein Blutzuckerspiegel in den letzten Wochen sehr hoch war, ne, also immer wieder hochgegangen ist, dann sieht man das an diesem HbA1c. Und wenn man mal so überlegt, ein Erythrozyt, der lebt 120 Tage. In dieser Zeit kann sich eben an das Hb das da angliedern. Aber also wenn der noch ganz klein ist, dann eben auch nicht. Deshalb sagt man eben 4 bis 12 Wochen. Ne? Aber so Schwerpunkt 6 bis 8 Wochen. Ne? Da sieht man so den Blutzucker, wie der sich da befunden hat. Und daraufhin kann dann eben auch die Medikation verändert werden oder besser eingestellt werden. Ne? Du hast dich algorithmisch an die 120 Tage angenähert. Nee, ja, also 5 Monate sind zu lang. Ach, ich finde die alle irgendwie nett. Es tut mir leid. Welche Aussage trifft zu? Vergleich das mal mit Probeklausuren. Ne? Als Folge eines Vitamin B12-Mangels entwickelt sich A, eine mikrozytäre hyperchrome Anämie, B, eine mikrozytäre hypochrome Anämie, C, eine makrozytäre hyperchrome Anämie, D, eine makrozytäre hypochrome Anämie bei Erythrozyten mit basophiler Tüpfelung oder hämolytische Anämie bei kugeligen Erythrozyten. Ne? Ja, was ist das? Was ist denn da richtig? Da ist eher der Verwirrungsfaktor da, dass man 5-mal gucken muss, wo stand es denn jetzt gerade? Das ist ganz klar die C. Ne? Vitamin B12, aber auch beispielsweise die Folsäure, brauchen wir eben für die DNA-Synthese der Zellen. Das heißt also auch für alle Zellen, aber auch für die Erythrozyten. Und wenn das nicht richtig da ist, kann ich mein Eri also nicht richtig bilden. Ich habe ja aber keinen Eisenmangel. Das heißt, eigentlich hätte ich ausreichend Hämoglobin. Und was macht der Körper dann? Der sagt, ich habe nicht genug Transporteure für das Hämoglobin, also stopfe ich den Eri voll, soweit es irgendwie geht. Ne? So viel Hämoglobin, wie ich da nur irgendwie reinbekomme. Die Folge ist, dass der Eri richtig groß wird, also makrozytär, MCV wieder oben, und dass er unheimlich viel Hämoglobin enthält. Das heißt also hyperchrom wird. Die Gefahr dabei ist dann eben, dass die Milz irgendwann sagt, wenn der Erythrozyt vorbeikommt, du entsprichst aber nicht der DIN-Norm, normalerweise sollen Eri anders aussehen und nicht so groß sein, dich baue ich mal ab. Also es könnte zum Beispiel immer zu einer Hämolyse darüber dann auch kommen. Ne? Ja, so. Welche Aussage zum Herz-Kreislauf-System trifft zu? Was war nochmal eine Frage? Die Beinvenenthrombosen lassen sich durch regelmäßige Einnahme von Acetylsalicylsäure zuverlässig vermeiden. Die Antwort fiel schon raus, weil zuverlässig vermeiden lässt sich mal durch Eisen überhaupt gar nichts. Mikrozytär. Deswegen war das für mich von vornherein klar. Und bei einer Beinvenenthrombose, die hat ja auch. Aber wie gesagt, also ich habe Eris, da habe ich das Problem. Das HB kann ich nicht. Bei einer Lungenembolie kommt es zu einer Druckbelastung des linken Herzens. Nein, es käme zu einer Druckbelastung des rechten Herzens. Dann C, bei Thrombosen oberflächlicher Venen im Unterschenkel sollte Bettruhe erfolgen. Nee, das wären die Tiefen. Beinvenen. Bei den oberflächlichen sollen die sich sogar bewegen, da ist Bettruhe kontraindiziert. D. Bei einem Herzinfarkt kommt es durch Verschluss eines Herzkranzgefäßes zum Absterben von Herzgewebe. Ja, das ist die klassische Definition für einen Herzinfarkt. Also es, als wäre es so, würde es so im Duden stehen und deswegen ist das richtig. Und E. Das typische Hauptproblem der fulminanten Lungenembolie ist das Absterben des Lungengewebes durch verminderte Blutversorgung. Da habe ich kurz innegehalten und habe gedacht, ist dir jetzt doch nicht richtig? Aber ich habe sie nicht genommen, weil das typische Hauptproblem bei der Lungenembolie, da ist mal erstmal nicht mein Absterben des Lungengewebes, sondern dass ich keine Luft mehr bekomme. Also das Blut wird einfach nicht mehr aufgesättigt. Und deswegen habe ich mich für D und nicht für E entschieden und hatte ja Gott sei Dank recht dabei. Absolut. Ne? Aber ich glaube, dass da einige bei der E auch hängen geblieben sind. Ne? Aber wie du sagst, ist nicht das Problem des Absterbens des Lungengewebes, sondern es kommt weniger Blut im Kreislauf nachher an, was oxygeniert worden ist. Und ich habe ja auch einen Rückstau ins rechte Herz. Ich kriege ja bei einer fulminanten Lungenembolie ein akutes Cor pulmonale. Das ist mein Hauptproblem. Ne? Nicht das Absterben des Lungengewebes, ne? Sondern das akute Cor pulmonale. Das ist das Hauptproblem. Und D ist ja Lehrbuch. Ne? Herzinfarkt kommt es zum Verschluss eines Herzkranzgefäßes zum Absterben zur Nekrose von Herzgewebe. Ne? Aber ich kann verstehen, dass die D mal so ein bisschen irritiert vielleicht einen Moment hat. Ja,
Ich gestehe, ich habe die Frage noch nie ganz durchgelesen. Ich bin bei der A schon hängen geblieben und habe nicht mehr weitergelesen. Aber das werde ich jetzt hier sofort mal nachholen. Welche Aussage zum Hörsturz, akuter Hörverlust, trifft zu? Begleitend kann Schwindel auftreten. Ja klar, wenn ich was am Innenohr habe, dann kann immer Schwindel auftreten. Also passt perfekt zusammen. Schauen wir aber mal, was an den anderen falsch ist. Es handelt sich um eine beidseitige Schallleitungsstörung. Nee, ein Hörsturz ist in der Regel einseitig. Na, und ist es denn eine Schallleitungsstörung oder eine Schallempfindungsstörung? Innenohr, Empfindung. Es handelt sich um eine Störung des Mittelohrs, nee, des Innenohrs. Typisch sind starke Ohrenschmerzen. Ich habe ja keine Entzündung, ne, eine Otitis media oder so. Und Ohrgeräusche treten nicht auf. Also wenn sie auftreten, dann treten sie da auf. Also von daher ganz klar der Schwindel. Ich glaube, den hat auch keiner in Deutschland falsch gemacht. So. Aber da sind ja mal wieder so schöne Untersuchungssachen, ne, wo manche so ein bisschen in die Hab-Acht-Stellung gehen. Dabei waren die überhaupt nicht schlimm. Schauen wir uns mal die einzelnen Aussagen an. Bei der Perkussion der Lungengrenzen beträgt die Atemverschieblichkeit beim gesunden jungen Mann etwa 1 bis 2 Zentimeter. Die Aussage ist falsch. Wie viel sind das denn? 4 bis 6, ganz genau, ne? Also das wäre schon eine, was weiß ich, fibrotische Lunge oder so etwas oder jemand mit Lungenemphysem. Trommelschlegelfinger treten bei Erkrankung des Herzens oder der Lunge mit Sauerstoffmangel auf. Stimmt das? Yes. Genau. Ne? Ich habe ja vor allem in der Peripherie ein wahnsinniges Problem mit dem Sauerstoffmangel und dann sprießen da ganz einfach Kapillare rein, um zu gucken, dass mir da die Finger nicht absterben und dann bilden sich eben Urglasnägel, Trommelschlegelfinger. Ja, ist ein Klassiker. Also von daher haben wir schon die richtige Antwort, aber wir gucken mal, was bei den anderen noch falsch ist. Der Stimmfremitus, nett, dass Sie noch in Klammer schreiben, getestet mit 99. Ich glaube, es gab Ärger nach der letzten Prüfung, das ist jetzt alles so nett, ist vermindert, wenn durch Erkrankung das Gewebe zwischen Bronchien und Thoraxwand dichter wird. Nee, bei einer Verdichtung, genau, Darius, umgekehrt. Ihr könnt ja selber mal die Hände vorne hinhalten und mal sagen, 99, ne? Umso mehr Gewebe ich habe, umso mehr Gewebe kann vibrieren, umso eine stärkere Vibration werde ich auch empfinden. Wenn ich jetzt übersät bin, hier ganz viel Luft drin habe, dann habe ich weniger, ne? Dann wird weniger Vibration da sein. Aber Vibration, Masse vibriert gut. Das heißt also mehr Gewebe, mehr Vibration. So, dann Tüpfelnägel, Grübchennägel sind typisch für Fettstoffwechselstörungen. Wo kommen denn Tüpfelnägel vor? Wie könnten den Psoriasis, Thomas ganz jetzt nach genau, oben ne? bringen? Da haben wir die Also sollten wir das Krümelnägel, einfach die mal machen, oder? Tüpfelnägel, die psoriatischen Ölflecke, wodurch sich dann der auch der Ja, Nagel vom Nagelbett da ist er schon mal. ablösen kann. Und ein Aszites lässt sich ab einer Menge von etwa 100 Milliliter durch Perkussion des Abdomens nachweisen. Wäre ein bisschen wenig, ne? Also so 100 Milliliter so über den Bauchbereich da so verteilt, da kriege ich keine Flankendämpfung, ne? Da müssen wesentlich größere Massen wirklich sein. Gut, gehen wir weiter. Der arme Thomas, der bis gerade gearbeitet hat. Also noch so eine sonore Stimme dazu. Und ich muss Thomas danken. Ich durfte gestern sein Büro benutzen. Dann konnte ich das nämlich alles ganz schnell dort machen. So, lassen wir ihn aber erstmal kurz hier reinkommen. So, das ist die Frage, die du meintest, Angelika. Frage 38 hier. Welche der folgenden Erkrankungen sind bei Verdacht für den Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz namentlich meldepflichtig? Und es war klar, dass diese Frage, also ich habe sie eigentlich schon in der letzten Prüfung erwartet, weil ja letztes Jahr sich die Meldepflicht eben verändert hat für einige Kinderkrankheiten. Na, was ist da alles in den Sechser vorgerutscht? Welche waren das denn? Im Grunde stehen sie ja hier, die. Ne? Im Groß stehen sie. Früher waren Röteln, Paragraph 7, nicht namentliche Meldepflicht, jetzt sind sie im Sechser. Früher war Mumps nur im 34er, jetzt ist es im Sechser. Masern war schon immer im Sechser. Pertussis war nur im 34er und ist im Sechser. Varizellen waren auch nur im 34er und sind jetzt im Sechser. Ne? So, das heißt also, ja, hier ist alles dabei und da haben sie ganz einfach geguckt, ne? Wissen die Leute, dass das Infektionsschutzgesetz sich dabei auch
verändert hat. Frage 58, okay. Welche der folgenden Aussagen zu Kollagenosen treffen zu, wenn Sie zwei antworten? Es handelt sich um Erkrankungen, die sich überwiegend im Darmbereich abspielen. Nee, das ist falsch. Es handelt sich um eine Gruppe von Krankheiten, die sich in generalisierter Form vorzugsweise am Bindegewebe abspielen. Ja, das ist richtig. Dann die Ursache ist eine Funktionsstörung der Nebenniere. Nein, das stimmt nicht. Im Spätstadium kommt es meist zu einer malignen Entartung. Nee, auch nicht unbedingt. Zu den Kollagenosen gehören auch die Sklerodermie und das Sjögren-Syndrom. Ja, das ist richtig. Also die B und die E. Ich glaube, die dürfte auch kein Problem sein, ne? Kollagenosenerkrankungen des Bindegewebes. Das heißt also, im Grunde können die immer alles machen, aber sie machen häufig eben Schmerzen, sind ja auch im rheumatischen Formenkreis untergeordnet, ne? Die können im Darmbereich was machen, ohne weiteres, ne? Aber müssen sie nicht, ne? Also eher so Gelenke, ne? Gehen auch gerne mal aufs Herz oder auf die Pleura oder irgendwo hin. Und es handelt sich um eine Funktion im Nebenhirnrinde, hat gar nichts damit zu tun. Und Beispiele wären Lupus erythematodes, systemischer Lupus erythematodes, Sklerodermie, Sjögren-Syndrom, Dermatomyositis. Ne? Diese ganzen Geschichten gehören also hier in diesen Bereich mit rein, ne? Genau, das Sjögren-Syndrom ist das Sicker-Syndrom. Das Sicker-Syndrom heißt ganz einfach, dass da die Sekretion der Speichel- und der Tränendrüsen mit der Zeit versagt. Dann haben wir die ganze Zeit einen trockenen Mund, trockene Augen. Und sowas kann als primäre Form vorkommen, ne? Also dass ich das nur habe, in Anführungszeichen. Und das gibt es aber auch sekundär bei ganz, ganz vielen rheumatischen Erkrankungen. Kommt so ein Sicker-Syndrom sehr, sehr gerne vor. Auch bei der rheumatoiden Arthritis oder Lupus. Die haben das sehr, sehr häufig, ne? Ist was sehr unangenehm. Und das Sklerodermie, da habe ich ja eine Verhärtung der Haut, ne, und nicht nur der äußeren Häute, sodass es dann eben auch zu dem Madonnengesicht kommen kann oder zu den Madonnenfingern kommen kann, ne, oder man spricht auch vom Maskengesicht. Ne, das ist ganz einfach, als ob ich zu viel geliftet bin, alles ganz, ganz straff wird, sondern auch die inneren Organe. Kann eben sein, dass sich da die Häute verharten. Der Tabaksbeutelmund, ganz genau, ne, kommt gerne bei der Sklerodermie, aber auch bei anderen Kollagenosen auch mal vor, ne, dass man dann wirklich so eine radiäre Faltenbildung da so hat. Kann man aber behandeln, meine Mutter macht das immer. Gut, Frage 40. Klassiker kann ich dazu mal sagen. Klassiker, Klassiker, Klassiker. Also wer sowas nicht gelernt hat, der ist beim Fehler dann selber schuld, ne? Weil kommt immer wieder. Ein Diastolikum kommt vor bei Mitralklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz, Pulmonalklappenstenose, Pulmonalklappeninsuffizienz, Trikuspidalklappeninsuffizienz. Jo, was stimmt denn da? Die A und die D, ganz genau. Ne? Also man muss sich das klar machen. Mitralklappe, erster Herzton, wumm. Ne? Diastolikum heißt aber, ich höre das Ganze davor. Also ich höre bum, bum, tsch, bum, bum, tsch, bum, bum, tsch. Ne? Und in der Diastole ist die Mitralklappe geöffnet. Das heißt also, das Blut will durch die Klappe durch, kommt aber nicht richtig durch, weil die eben nicht richtig offen ist. Und dann knallt die quasi gegen die Klappe und dann gibt es eine Verwirbelung. Und danach schließt die Klappe, bumm. Ich höre es also, bevor die Mitralklappe schließt. Bei der Stenose, in der Diastole. Und bei den Taschenklappen ist es das Umgekehrte. Der Schluss der Taschenklappen, bumm, ist ja der zweite Herzton. Und wenn die Taschenklappen dann nicht richtig schließen, also eine Insuffizienz da ist, dann hat die Klappe geschlossen, also zweiter Herzton, bumm. Und dann pendelt Blut zurück in die Kammer. Also bumm, tschu, bumm, tschu, bumm, tschu. Und da die Pulmonalklappe zweiter Herzton ist, ja, und ich höre es danach, es ist auch wiederum in der Diastole. Ja? Okay. Also das für alle, die es noch vor sich haben, gut, gut lernen. Ja? Gern geschehen. So, die letzte, ja, da wirbeln sie so ein bisschen mit Begriffen rum, weil, also, ja, aber ich denke, die dürfte eigentlich auch kein Problem gewesen sein. Weder Aldehyde,
oder Ethanole oder Propanole jo, oder Essigsäure. Welche der genannten Hauterscheinungen entstehen auf dem Boden einer Infektion? Kein Mittel ist begrenzt lagerungsfähig. Zwei waren in Deutschland hat alles die Vitiligo, die Dellwarzen, die Psoriasis, Tinea und das Basaliom. Eure Spritzen, eure ja, das ging per Ausschlussverfahren bei mir, weil ich also die Tinea nicht auf dem Schirm habe. Aber das war ja auch kein großes Problem, also weil Vitiligo, da sind wir im Autoimmunbereich, die Psoriasis genauso, genau, das Basaliom ist eine maligne Entartung. Die Dellwarzen, ja, die sind infektiös, die kannte ich ja. Fee, und liegt die Tinea nur noch übrig, also B und D. Wissen Sie, die wissen doch, dass in den Heilpraktikerbüchern keine Tinea drin steht, obwohl das was Häufiges ist. Das sind so Schlauchpilze. Ne? Teilweise ist der Fußpilz auch Tinea. Ne? Und ja, man kann es aber wunderbar sonst auch ausschließen. Du hast gedacht, dass Vitiligo vielleicht auch woanders auftreten kann. Nee, Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung und zwar gehört die in dieses ganze Paket rein, der genetischen Disposition Vitiligo, Hashimoto, Addison, Diabetes Typ 1 und Zöliakie. Ne? Fungi auf der Pizza, genau. Die ist Fungi auf der Pizza. Genau. Gut, Frage 43. Ach ja, wie nett. Also ich habe gestern gestrahlt, als ich dieses Ding angeguckt habe. Ne? Daria sagt auch, tolle Frage, schön. Wo kommt die große Blutdruckamplitude vor? Ist ein Klassiker, ist ein absoluter Klassiker. Die hat so viel Klassiker heute da reingepackt. Also von daher schauen wir es uns an. Große Blutdruckamplitude heißt ja, dass mein systolischer Blutdruck und der diastolische extremst auseinandergehen. Ne? Dass ich nicht was ich 120 zu 80 habe, sondern 160 zu 85 oder so. Das wäre eine große Amplitude. Es ist klar, dass der systolische immer stärker ansteigt als der diastolische, aber wenn das sehr stark auseinanderklafft. So, und jetzt haben wir hier zur Auswahl die Aortenklappeninsuffizienz, die Lungenembolie, die Sarkoidose, die Hyperthyreose, die Aortenklappenstenose. Ich fange mal in der Mitte an. Eine Sarkoidose kann zwar so ziemlich alles machen, aber keine große Blutdruckamplitude. Wer die Sarkoidose nicht kennt, das ist eine granulomatöse Systemerkrankung, die gerne, also auch im frühen Alter auftritt, häufig zwischen 20 und 30, später hat sie nochmal einen Erkrankungsgipfel und das ist so eine Chamäleonkrankheit. Da treten dann eben so kleine Granulome auf, kann grundsätzlich alles befallen, aber in 90% der Fälle ist es die Lunge oder die Lymphknoten, kann aber auch im Darmbereich sein, kann an der Haut sein, ne, kann an den Nerven sein, kann an den Gelenken sein und so weiter. Aber Blutdruckamplitude wird nicht groß. Dann, ja, Lungenembolie, überlegt mal. In der Lunge sitzt ein Embolus und dann kommt nicht mehr viel Blut ins linke Herz. Dann bekomme ich einen Blutdruckabfall, eine Hypotonie. Ich bekomme den systolischen Blutdruck gar nicht nach oben. Wie soll da eine große Blutdruckamplitude kommen? So, eine Hyperthyreose. Da ist das ganz typisch. Gestern gerade im Kurs Endokrinologie gemacht. Und zwar, am Herzen wirkt ja sehr stark das Adrenalin und Adrenalin wirkt positiv inotrop. Das heißt also die Kontraktionskraft stärken, dass das Herz richtig mit Power pumpen kann und eben auch positiv chronotrop, ne, dass die Herzfrequenz hochgeht. So, und die Schilddrüsenhormone T3, T4 machen den Herzmuskel empfindlicher für das Adrenalin. Das heißt, auf einen Nenner gebracht, viel Schilddrüsenhormone, viel Adrenalinwirkung am Herzen. Und wenn man sich das jetzt eben anschaut, wenn ich viel Adrenalinwirkung am Herzen habe, dann pusht das natürlich den systolischen Blutdruck wahnsinnig hoch. Das Adrenalin wirkt aber am Herzen. An den Gefäßen wirkt das Noradrenalin. Da haben die Schilddrüsenhormone nicht so den Einfluss drauf. Das heißt, der diastolische Blutdruck, der Druck in den Gefäßen, wenn die Aortenklappe zu ist, der bleibt gleich. Und der systolische wird hochgepusht. Dann habe ich diese große Amplitude. Und jetzt bleibt noch die Auswahl zwischen der Aortenklappeninsuffizienz und der Aortenklappenstenose. Jo. Der eine hat eine große, der andere hat eine kleine Blutdruckamplitude. Welche ist es denn? Andreas, das bin ich dir in der Prüfung erschienen. Die Worte, sie kamen. Genau, ne, die Aortenklappeninsuffizienz. Ist ja auch logisch. Überlegt mal. Aortenklappe geht nicht richtig zu. Es wird rausgepumpt, wusch,
Jetzt geht die nicht richtig zu und jetzt pendelt wieder Blut in die Kammer zurück. Folge ist natürlich, ich habe in der linken Kammer mehr Volumen. So, mehr Volumen kann schön hohen systolischen Blutdruck machen. Das heißt, Klappe geht auf und wusch, wird ein hoher systolischer Druck erzeugt. So, aber jetzt habe ich ja eine Insuffizienz der Klappe. Das heißt, in der Diastole pendelt mir wieder Blut zurück. Ne? Also es wird Volumen aus der Aorta wieder rausgenommen und das macht den diastolischen Druck dann wieder niedriger. Und dadurch klaffen diese beiden Werte auseinander. Ne? Viel Volumen in der Kammer, hoher systolischer Druck, in der Diastole pendelt zurück, also deshalb da niedriger diastolischer Druck. Bei der Aortenklappe. Ja, ich habe mich gefreut. Genau, ja, ich habe mich gefreut. Wenn hast du das gemacht? Die ist extra für mich. Will, ja. Die Klappe geht nicht richtig. Genau, die haben sie extra für mich, ja, hat sie die reingemacht. Also das, was in der Aorta ankommt. Welche der folgenden Laborbefunde sprechen am ehesten für eine Leberschädigung? Da hatten wir ein Hämatokrit von 44 oder wir hatten einen Bilirubin von 5 Milligramm pro Deziliter oder die Leukos bei 7000 oder ein Anti-HAV-IgG. Oder aber ein INR-Wert von INR-Wert von 3,0. Jetzt kann ich über zwei Möglichkeiten gehen. Also entweder gucke ich mir die Werte an und sage, welche sind im Normbereich und welche nicht. Oder ich beziehe mich einfach mal auf die Leberschädigung. Das hätte man machen können, wie man will. Also Hämatokrit mit 44, das ist nicht pathologisch für eine Leberschädigung. Allerdings wohl das Bili bei 5 Milligramm pro Deziliter. Das liegt für gewöhnlich sollte für gewöhnlich liegen unter 1,1 und derjenige mit so einem Bilirubinspiegel, der hat definitiv schon gelbe Augen und steht auch kurz vor einer gelben Haut. Die Leukos bei 7000, das ist auch nicht pathologisch und der Anti-HAV-IgG, hätte sie nicht dahinter geschrieben, was das ist, ich glaube, ich hätte es auch nicht auseinandergebräuselt, aber das hat jetzt mit der Leberschädigung also hätte zwar was damit zu tun haben können bei einer Hepatitis A, aber A ist eine Hepatitis A ja auch immer was sehr Sanftmütiges. Aber IgGs gegen Hepatitis A bedeutet ja auch erstmal nur, dass ich mal Kontakt hatte mit dem Hepatitis A-Virus. Und richtig, und außerdem ist er negativ. Ja, was erzähle ich denn hier überhaupt? Genau. Ist auch noch, das steht in der nächsten Zeile, habe ich nicht gelesen. Guck. So, und der INR-Wert von 3,0, ja. Der bezeichnet nämlich meine Blutgerinnung, ist der international genormte Wert für die Blutgerinnung und der ist mit 3,0 viel zu hoch und ich habe eine enorme Blutungsneigung und das ist typisch für eine Leberschädigung. Und deswegen ist B und E richtig. Ganz genau. Hämatokrit 44, völlig normal. Ne? Also diese Werte müsst ihr auch wissen. Für diejenigen, die sich noch auf die Prüfung vorbereiten, ihr solltet so die Werte des kleinen Blutbilds wissen. Ja, okay, MCV, MCH mal so Pi mal Daumen. Ne? Aber so Leberwerte und Gerinnungswerte, also Quick, INR und sowas, das kommt immer wieder. Ne? Dann Gamma-GT, GOT, GPT, ja, LDH müsst ihr nicht mit Wert wissen. Bilirubin, ne? Nierenwerte, Blutfettwerte, also die sollte der wirklich mit Nachnamen dann auch kennen. Genau, der INR, ne, liegt so 0,75 bis 1,2, das ist normal, also um die 1 rum. Ne, das ist der International Normalized Ratio, das ist der Nachfolger vom QIC, weil der international genormt ist und verhält sich umgekehrt proportional wie der QIC. Ne, wenn der QIC runtergeht, was weiß ich, ich habe jetzt noch 30% Quick, ne, heißt das, ich habe eine Blutungsneigung und beim INR ist es, wenn der hochgeht, dann habe ich eine Blutungsneigung. Habe ich einen hohen Quick-Wert, was weiß ich, 150%, dann gerinnt mein Blut im Vergleich zu einem gesunden Menschen quasi um 150%, also viel, viel stärker. Dann habe ich die Thromboseneigung und beim INR ist es dann umgekehrt, wenn er runtergeht. Die Thromboseneigung. So, gerade einige haben anscheinend Probleme gehabt mit der nächsten Frage. Aber Thomas, ich musste auch, als ich sie gesehen habe, sofort an dich denken, aber du standst auch kurze Zeit später vor mir. Ne? Ja, Männer lieben ja immer so diese Fragen über Entwicklung von Kindern, ne, und gestillte Kinder und alles Mögliche. Ich muss sagen, ich habe da auch schon wieder so viel verdrängt. Ist schon wieder ein paar Jährchen jetzt her. Ja, bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man bei dir Probleme haben könnte. Deshalb ist es für mich auch wichtig, das zu sehen. Und sagt das auch bitte, wenn ihr irgendwie Probleme hattet. Ne? Muss ich ja wissen. Ne? Also, weiter geht es. Frage 45. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Der Stuhlgang des Neugeborenen
Erstens ist bei einem gestillten Kind hellgelb und weich. Zweitens kann bei einem gestillten Baby bis zu etwa 10 Mal pro Tag erfolgen. Drittens wird unmittelbar nach der Geburt Mekonium genannt. Viertens ist ab dem 2. Tag fest und geformt. Und fünftens sollte täglich auf seinen Albumingehalt hin kontrolliert werden. Ne? Ja. Klar, ne? Also vor allem Muttermilch oder auch Flasche oder sowas, ne? Da ist noch nicht viel Stercopilin da, der ist recht hell. Ne? Und ja, ich habe das schon gesehen, dass einige Mütter das auch bestätigen können, dass das bis zu 10 Mal bei gestillten Kindern der Fall sein kann. Ne? Ist nicht immer der Fall, aber das kann schon mal auch sein. Ja, der erste Stuhl, der abgesetzt wird, das Kindspech, das ist das Mekonium, völlig klar. Damit ist man auch schon bei der richtigen Antwort. Ach nein, die 5 könnte man noch mit reinnehmen. Aber den 2. Tag ist er mit Sicherheit nicht fest und geformt. Und bei 5 spielen sie wahrscheinlich auf die Niere an, ne? Dass man vielleicht auch mal gucken sollte, ob Albumin ausgeschieden wird über die Niere, aber nicht der Stuhl mit Sicherheit, ne? Und auch so häufig wird jetzt auch kein Urinstick bei den Kindern gemacht. Von daher, ja, 1, 2, 3 sind wir bei der Aussage C. Es kommen ja auch ganz gerne mal so Fragen zur Entwicklung des Kindes. Wann kann das stehen? Wann kann das sprechen? Wann kann das reagieren und so etwas? So, das erste Mal, dass deine Tochter dir beim Lernen geholfen hat, anstatt dich zu sabotieren. Wunderbar. Bei der nächsten hatten, glaube ich, der ein oder andere, also weniger, aber auch ein bisschen Problemchen, oder? Sie vermuten bei einem 78-jährigen Patienten, der Ihnen wegen einer Abnahme des Denkvermögens vorgestellt wird, eine Demenz bei Alzheimer-Krankheit. Das ist schön, dass ihr alle keine hattet. Ne? Haben auch schön die Differenzierung gemacht. Welche der folgenden anamnestischen Angaben und Symptome stützen Ihren Verdacht? 2 Antworten. Seit einem Jahr bestehende Gedächtnisstörungen, linksseitige Halbseitenlähmung nach mehreren Schlaganfällen, kleinschrittiger Gang ohne Mitschwingen der Arme und Zittern der Hände, phasenhafter Verlauf, schleichender Beginn mit langsamer Zunahme der Beschwerden. Im Grunde mixen die da 3 Erkrankungen zusammen. Da sind 2 Antworten zum Alzheimer, da sind welche zur vaskulären Demenz und da ist der Parkinson mit drin. Fangen wir vielleicht mal an. Ne? C ist der Parkinson. Das ist keine Alzheimer-Demenz. Eine Alzheimer-Demenz wird ja hervorgerufen durch Amyloid-Ablagerungen, Tauproteine an den Nervenzellen, ne? Sodass die Nervenzellen zerstört werden, Neurofibrillen, ne? Dass da Plaques entstehen. Und typisch für den Morbus Alzheimer ist der chronisch progrediente Verlauf. Das heißt, eine Zelle nach der anderen gibt ihren Geist auf und dadurch wird die Symptomatik natürlich progredient immer schlechter. Das, was mal weg ist an Fähigkeiten, das kommt auch nicht mehr. Und deshalb stimmt die E hier natürlich auch schon mal. Schleichender Beginn mit langsamer Zunahme der Beschwerden. Da sind nicht zack die ganzen Hirnzellen kaputt, sondern es geht peu à peu. Seit einem Jahr bestehende Gedächtnisstörung passt natürlich da wunderbar dazu. Ne? Das heißt also, häufig sind ja erstmal die Gedächtnisstörungen das erste Anzeichen. Ne? Man merke sich Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, das sind andere Areale im Hirn, wo das abgelegt ist. Ne? Das ist häufig lange Zeit, häufig auch bis zum Ende wenig oder gar nicht betroffen. Ne? Orientierungsstörungen und sowas können natürlich auch auftreten. So, da haben wir schon mal A und E. Und wenn wir uns B und D anschauen, linksseitige Halbseitenlähmung nach mehreren Schlaganfällen. Nee, das wäre ein Risikofaktor für die vaskuläre Demenz. Die zweithäufigste Form der Demenz, die natürlich auch in Kombi mit einer Alzheimer vorkommen kann. Aber da ist das Stichwort Arteriosklerose. Ich habe Arteriosklerose in den Hirngefäßen oder es gibt immer wieder so kleine, im Süddeutschen wird man sagen Schlägle, ne, so kleine Mikroembolien, die da so stattfinden, sodass Areale ad hoc nicht mehr richtig durchblutet werden. Und dann werde ich auch ad hoc eine Symptomatikverschlechterung haben. Heute konnte er noch was und morgen kann er es nicht mehr. Und vielleicht verbessert sich sogar. Das Typische für die vaskuläre Demenz ist wieder dieser schubweise Verlauf. Oder hier wie in D geschildert, phasenhafte Verlauf. Ne? Immer wenn ein Gefäß zugeht, ein Areal unterversorgt wird, ne, dann geht irgendwas nicht mehr, was den Tag vorher noch ging. Und vielleicht ja, regeneriert sich auch nochmal was. Alzheimer, chronisch progredient, das wird immer schlechter, 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 schlechter. Hallo liebe Tanja, schön, dass du noch reinschaust. Gut, die 47. Welche Aussagen zu gynäkologischen Erkrankungen oder wir haben Gebärmutterschleimhaut eben außerhalb der Gebärmutter. Also deswegen ist A natürlich Quatsch. Betroffen.
Naja, Fee, wie ist denn ja, ich kann noch weitermachen. Definiert? Dann B, das Schwangerschaftserbrechen ist typisch für die Spätschwangerschaft. Ist natürlich auch Quatsch. Also nicht nur die, die mal schwanger waren, auch der Thomas weiß, dass die Mädels am Anfang göbeln und nicht zum Schluss. So, der fleischwasserfarbene Flur als Hinweis auf ein Ovarialkarzinom. Na, wir hatten uns ja genau kurz vorher über die fleischwasserfarbenen Fluore noch unterhalten. Ich habe kurz gezuckt dabei und habe gedacht, na, stell's mal hinten an, aber... Das nicht ohne. Mhm. Ja, also ich habe... Ja, ich weiß, wir hatten drüber gesprochen, auch gerade beim Ovarialkarzinom, weil ich das auch nicht so auf dem Schirm hatte. Die ist deswegen, nicht, das ist auch nicht koscher, die Antwort. Das ist auch nicht koscher. Das könnte schon ein Hinweis sein. Ja, ne? ja. Richtig, und dann kam Corpus, genau. Aber ich habe es dann nach hinten gestellt und als ich dann D gelesen habe, dann war es auch klar, dass es D sein muss, weil da musste ich nun nicht mehr zucken. Das Cervixkarzinom hat tatsächlich ja nun als Risikofaktoren die humanen Papillomaviren. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch eine Impfempfehlung für die 9- bis 14-jährigen Mädels, vielleicht auch bald für die Jungs. Also D war klar, muss richtig sein. Und E habe ich, glaube ich, gar nicht mehr wirklich gelesen. Und wenn ich es jetzt lese, Blutdruckabfall, Tachykardie, Blässe und Schweißausbruch im letzten Schwangerschaftsdrittel bei Rückenlage ist charakteristisch für eine Eklampsie. Ja, nee, die Eklampsie habe ich ja nicht bei Rückenlage, sondern da habe ich ein Vena Cava, wie heißt es, Vena Cava Kompressionssyndrom, genau. Also die E wäre natürlich dann auch Kokolores. Ja, ich habe dann so, na klar, die D angekreuzt. Gerade was Eklampsie ist. Eklampsie ist die Schwangerschaftsvergiftung. Ne? Also da haben sie dann hohen Blutdruck, also die EPH-Gestose meistens vorher. Ja, also ich habe da, also diese Frage finde ich auch nicht in Ordnung. Ne? Die D ist 1000-prozentig klar. Ne? Die C ist zu, ja, die ist nicht 100-prozentig falsch. Also von daher finde ich, da hätten sie es ein bisschen anders machen können. Ne? Wir hatten es noch Sonntag vom fleischwasserfarbenen Flur tatsächlich. Ne? Dass es typisch ist für das Cervixkarzinom, kann auch mal beim Corpuskarzinom vorkommen. Also ich würde da auch kein Ovarialkarzinom ausschließen bei fleischwasserfarbenem Flur. Also von daher, wenn es jemand versuchen muss oder so etwas und hat das genommen, ja. Aber die Idee ist so eindeutig klar. Ne? Weil das ist der Risikofaktor Nummer 1, ganz einfach fürs Cervixkarzinom für einen Gebärmutterhals. Ne? Gut, dann Ursachen einer Kardiomyopathie sind am ehesten. Ne? Kardiomyopathie, also Erkrankung des Herzmuskels, die nicht über eine KHK hervorgerufen wird, kommt häufig genetisch vor. Die meisten genetischen Formen treffen eher mehr so die Männer und am zweithäufigsten kommt das vor bei den Alkoholikern. Ne? Also für die Gefäße ist Alkohol nicht das Allerschlimmste, aber für den Herzmuskel. Also von daher habe ich ja schon auch die zwei, das heißt den Alkoholmissbrauch hier schon als richtig erachtet. Schauen wir aber ansonsten mal. Hyperthyreose, Virusinfektionen, Unterschenkelvarikosis, Duodenaldivertikel. Ich glaube, die war auch relativ problemlos, dass wir da bei der 1, 2 und 3 landen. Duodenaldivertikel, Herzmuskel, Krampfadern am Unterschenkel, dass die auf den Herzmuskel gehen, sind schon draußen. So, der Alkoholiker, also Alkohol ist da ganz weit vorne bei den Ursachen, außer den genetischen Ursachen. Aber es könnte natürlich auch sein, ich habe mal eine Myokarditis gehabt, ne, gerade irgendwelche Coxsackie-Viren oder so, die den Herzmuskel angegriffen haben, dann kann eben auch eine Kardiomyopathie dadurch ausgelöst werden oder zurückbleiben. Und eine Hyperthyreose, wir haben das ja gerade eben auch gehört, dass die Schilddrüsenhormone den Herzmuskel empfänglicher fürs Adrenalin machen. Das heißt, ein Herzmuskel, der kann über eine Hyperthyreose wahnsinnig gestresst werden und dadurch kann eben auch eine Kardiomyopathie eben entstehen. Sie haben aber ein nettes Auswahlverfahren runtergemacht. Hätte ich die Frage gemacht, hätte ich das Auswahlverfahren ein bisschen schwieriger gemacht. Gut, das ist eine blöde Frage. Also das ist eine total blöde Frage. Ja, was habt ihr denn da? Ne? Also die Frage finde ich die blödeste Frage von der ganzen Prüfung, ehrlich gesagt. Ne? Schauen wir mal. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Die Entstehung
Von Nierenstein wird gefördert durch oxalsäurereiche Kost, Hyperparathyroidismus, proteinreiche Ernährung, Hyperurikämie, Harnwegsinfektion. So, man musste ja eh nehmen, ne, Anke? Das ist das, was ich auch gedacht hatte. Also, was schon mal glasklar ist, ist oxalsäurereiche Kost. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag, ich habe zum Beispiel eine Vorliebe für Rhabarber, ne, und Spinat, ist viel Oxalsäure. Weil die häufigsten Nierensteine, die vorkommen, sind Calciumoxalatsteine. Das heißt, wenn ich die auch schon gerade habe und sehr viel Oxalsäure zu mir nehme, ist das Risiko erhöht. Das ist völlig klar. Hyperparathyroidismus, Überfunktion der Nebenschilddrüse. Hier wird der Kalziumhaushalt geregelt über das Parathormon. Parathormon macht Kalzium parat, sprich steigert also den Blutkalziumspiegel. Und da gibt es dann eben diesen schönen Lernspruch Stein, Bein und Magenpalm. Wenn ich einen sehr hohen Kalziumspiegel im Blut habe, weil zu viel Parathormon da ist, dann ist eben die Gefahr auch da, dass ich Nierensteine bekomme. Ganz klar. Also 1 und 2 sind schon mal drin. So, und dann sieht man schon mal unten bei den Aussagen, es gibt jetzt 1, 2, 5 und alle. Was auch glasklar ist, ist die Hyperurikämie. Weil 15% der Nierensteine sind Uratsteine. Wenn die Konzentration zu hoch wird, kristallisieren die aus. Und ja, dann habe ich Uratsteine. Also 1, 2, 4 glasklar. Und da sehen wir, da sind wir schon bei Aussage E. Anders geht das gar nicht. Harnwegsinfektionen, ja, okay. Meinst du die proteinreiche Ernährung? Proteinreiche Ernährung. Ja, da habe ich auch geschluckt. Ich bin, als ich nach Hause kam, habe ich sofort Wikipedia gemacht. Kriegt man bei proteinreicher Ernährung Nierensteine? Ich wusste es wirklich nicht. Aber also erstens ging es nicht anders. Aber habe dann, ich meinte mich zu entsinnen, ich hätte es auch irgendwo gelesen. Also alles andere war logisch und deswegen musste es mit rein. Ich kann nur mir vorstellen, also dass steht in Wikipedia haben, tatsächlich wirklich proteinreiche Ernährung und zwar nicht im, nicht über die, also nicht über die Purine, also etwas, sondern nur über die Proteine. Ist. Wie das also zustande das kommt, die Erklärung, weiß ich nicht, aber ja, über die Proteine. Über die Proteine. Ja, weil die Niere vielleicht auch geschädigt werden kann, aber also ich finde es ein bisschen fragwürdig, ne? Aber es ging gar nicht anders. Also man muss das mit reinnehmen. Ne? Also von daher die E. Fand ich aber die unangenehmste Frage in dieser Prüfung. So, Anorexia nervosa, die ist wieder nett. Was stützt die Verdachtsdiagnose auf Anorexia nervosa? Wählen Sie zwei Antworten. Halluzinationen. Körperschemastörung, Meiden körperlicher Aktivität, ausgeprägter Alkoholkonsum, starke Angst vor Gewichtssteigerung. Prima Frage, genau. Ne? Ich habe eine Körperschemastörung. Derjenige mit Anorexie schaut in den Spiegel und sieht überall Fettröllchen. Da sind keine Fettröllchen, da schauen die Knochen raus. Aber er sieht sie immer noch. Ne? Das ist eine Körperschemastörung, genauso wie auch die Bulimia nervosa. Dann haben die natürlich wahnsinnig Angst, an Gewicht zuzulegen. Von daher die Antworten B und E ganz klar. Die haben zwar sehr viele Probleme, aber Halluzinationen haben sie nicht und meiden körperliche Aktivität, nein, ganz im Gegenteil. Es ist so, dass sie häufig ganz exzessiv Sport machen und notfalls auch davon abgehalten werden müssen, weil wenn sie mal irgendwann vom Gewicht unten sind, haben die überhaupt nicht mehr die Kondition, überhaupt nicht mehr die Reserven dafür, eigentlich diese körperlichen Aktivitäten auszuführen. Das heißt, die müssen sich häufig eher schonen. Es gab auch mal eine Prüfungsfrage, wo gefragt worden ist, ob sie manchmal zur Bettruhe gezwungen werden müssen. Ja, ne? Ich meine, wenn ich nachher noch 35 Kilo wiege oder sowas, dann sollte ich nicht noch 10 Kilometer joggen gehen. Aber es könnte sein, dass die das versuchen. Und ausgeprägter Alkoholkonsum ist nichts Kennzeichen, das bei der Anorexia nervosa. Verena schreibt es. Geschenkt. Ja, ein Kahn, der vor im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein, Vieleck groß und Vieleck klein, am Kopf, da muss der Haken sein. Ich kann mir ja Lernsprüche wirklich nicht merken. Also hatte ich schon immer ein Problem. Bis ich den Lernspruch drin habe, habe ich das Ding dreimal auswendig gelernt. Aber den habe ich mal gelernt. Ja, und wenn man da mal so schön durchgeht, welche haben wir denn da drin gehabt? Ja, da haben wir das Dreiecksbein drin gehabt. Ne? Und da haben wir das Mondbein drin gehabt. Ne? Also das Keilbein ist weniger in der Hand. Ne?
So eine Kalbeinhöhle in der Hand oder so etwas. Wo ist denn das Würfelbein? Im Fuß, genau, ne? Und der Talus, das Sprungbein, ja, sagt's ja eigentlich schon. Sind wir auch ganz da unten. Also von daher, ja, nette Frage. Viel Anatomie fragen sie ja nicht, aber sowas kommt ja ab und zu. Da habe ich ein paar Fehlerchen gesehen, oder einmal habe ich auf jeden Fall einen Fehler gesehen. Aber eigentlich eine logische Geschichte, denke ich mal. Welche der genannten Laborparameter steht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer renalen Osteopathie? Das Thyreoglobin, Parathormon, Rheumafaktoren, prostataspezifisches Antigen, also PSA und Ammoniak. Du dachtest C, ja, aber ein Rheumafaktor hat nichts mit der Niere erstmal zu tun. Da kommen alle auf B. Ja, warum B? Im Grunde haben wir es vorhin ja schon erörtert. Habe ich das Parathormon, das wirkt am proximalen Tubulusapparat und holt dort eben das Kalzium zurück, um den Blutkalziumspiegel zu erhöhen und im Gegenzug wird Phosphat ausgeschieden. Und ja, wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Parathormon habe, dann wird mir das Kalzium auch aus dem Knochen ausgebaut. Also ich entwickle eine Osteopathie. Und Parathormon wirkt eben an der Niere. Das heißt, auch Nierenschäden können auf die Wirkung des Parathormons Einfluss nehmen. Also von der Seite und von der Seite. Ne? Und wenn jetzt jemand eine Niereninsuffizienz zum Beispiel hat und er hat einen renalen Kalziumverlust, dann wird dieser Kalziumverlust eben darüber kompensiert, dass das Parathormon ansteigt. Und dann wird das eben aus dem Knochen rausgeholt, das Kalzium, und derjenige bekommt eine Osteomalazie. Also von daher ganz klar das Parathormon. Es wäre dann ein sekundärer Hyperparathyroidismus. Ach, da habe ich mich doch auch gefreut. Wer hat einen Fehler gemacht? Traut sich jetzt wahrscheinlich keiner zu sagen. Oh, du hast einen gehabt. Okay. Weil auch das haben wir neulich nochmal gehabt. Daria, hast du nicht noch am Mittwoch danach nochmal die Frage gestellt? Am Dienstag, nicht am Mittwoch. Genau. Zu den formalen Denkstörungen zählen Zerfahrenheit, Sperrung des Denkens, Illusionen, Neologismen, hypochondrischer Wahn. Du hast von Neologismen erst mal einen Tag vor der Prüfung gehört. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nämlich ein typisches Symptom bei der Schizophrenie. Ne? Kommt sehr häufig vor. Wortneuschöpfungen sind das. Ne? Also, schauen wir mal. Es gibt formale Denkstörungen und es gibt inhaltliche Denkstörungen. Und danach kommen auch immer wieder Fragen in den Prüfungen. Deshalb sollte man den Unterschied kennen. Eine inhaltliche Denkstörung ist sehr leicht erklärt. Da ist mein Denkinhalt, das, was ich denke, das ist verändert. Wenn euch irgendwie einer erzählt, guck mal, da drüben ist der Hund und der Hund hebt die Pfote. Ich sehe das auch. Ne? Also der Hund hebt tatsächlich die Pfote. Und er sagt dann, der Hund hebt die Pfote, um uns zu warnen, ne, vor einer Naturkatastrophe. Dann ist das ein Wahn und dann ist das eine inhaltliche Denkstörung. Denn das, was er da denkt, vom Inhalt her, das ist Quatsch. Ne, das ist die Denkstörung. Das ist inhaltlich. Und so sehen wir auch schon die fünf hypochondrischer Wahn, ne, also der eingebildete Kranke, wo sich's in den Wahn reingesteigert hat. Waren als unkorrigierbare Fehlbeurteilung der Realität. Das ist inhaltlich. Ne? Das ist nicht formal. Wenn wir dann uns mal die Illusionen mal kurz vorstellen. Was ist eine Illusion? Eine Illusion ist eine Verkennung. Ich laufe auf der Straße lang und sehe an jeder Ecke Brad Pitt. Ne? Das ist eine Illusion, leider Gottes. Ne? Brad Pitt wird weniger hier irgendwie im Schwarzwald rumrennen. Ne? In Köln wäre das noch irgendwie denkbarer gewesen. Aber eine Illusion ist, ich habe einen Sinnesreiz, der ist tatsächlich da. Also ich sehe tatsächlich einen Mann beispielsweise und halte ihn für Brad Pitt. Das hat nichts mit einer formalen Denkstörung zu tun. Da sind meine Sinne gestört. Das ist eine Sinnestäuschung, die ich da habe. Also ist auch keine formale Denkstörung. Eine Denkzerfahrenheit wäre zum Beispiel, wenn ich das mal vormache, die Tür ist offen, aber wenn dann eben auch Fliegen sich paaren und ja, also die Paarungszeit der Fliegen liegt ja meistens im Frühling. Aber Frühling, also
Der Frühling ist ja in den letzten Jahren sehr ausgeprägt gewesen. Da war es ja relativ schnell warm. Da habe ich gerne auch immer so Kaffee im Café gesessen, Kaffee getrunken. Aber der Kaffee wird ja auch immer teurer zurzeit, ne? Also gerade auch die Entwicklungsländer werden ja da, die den Kaffee produzieren, die werden ja sowas von ausgenutzt, ne? Aber Entwicklungsländer brauchen Spenden, ne? Also das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Denkzerfahrenheit, halt, ne? Ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Ich behalte den roten Faden nicht, sondern jedes neue Thema, was da ganz einfach kommt, ne, da geht das so weiter. Und Denkzerfahrenheit ist ein ganz, ganz typisches Symptom für die Schizophrenie und ist eine formale Denkstörung. Weil formal bedeutet, dass entweder das Tempo meines Denkens, also zu schnell, zu langsam oder so etwas, dass das gestört ist, oder die Struktur in meinem Denken. Und das, was ich euch gerade erzählt habe, ich meine, da habt ihr wahrscheinlich auch nichts verstanden, aber das machte Satz für Satz, machte das Sinn. Aber ich habe mich immer weiter verfranst in dem, was ich gerade sage. Ich habe die Struktur nicht mehr angehalten. Und das ist eine formale Denkstörung. Bei einer formalen Denkstörung, da ist das, wie ich denke, verändert. Und auch Neologismus, da stimmt die Struktur nicht mehr zusammen. Ich nehme da immer gerne als Beispiel einen Neologismus, den mein Sohn geprägt hat. Als er klein war, waren wir immer auf dem Wochenmarkt und da stand immer ein Mann mit einer Suppenkanone. Und dann habe ich später zu ihm mal gesagt, komm, wir fahren in den Supermarkt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, Mama, das ist der Suppenmarkt. Ne? Weil für ihn war immer war der Markt immer verknüpft mit einer Suppe. Ne? Dieses Wort findet ihr nicht im Duden. Das ist eine Wortneubildung, ein Neologismus. Ne? Und das ist eine formale Denkstörung. Und das ist ein recht typisches Symptom bei der Schizophrenie. Das heißt, übersprungen habe ich die Sperrungen des Denkens. Das kennt man manchmal auch. Gott sei Dank hat das keiner gestern gehabt in der Prüfung. Ne? Da ist das, wie ich denke, das ist da auch nicht mehr richtig da. Ne? Also da geht nichts mehr, da ist das Tempo absolut verlangsamt oder gar nicht mehr vorhanden. Also von daher wären wir hier bei der 1, bei der 2 und bei der 4. Illusionen sind Sinnestäuschung, hypochondrischer Wahn, das ist eine inhaltliche Denkstörung. Genau, es werden Wörter verknüpft, die nicht zusammengehören, ne? Ja, gern. Eine Neuschöpfung von irgendwas. Okay, welche der folgenden Aussagen zur Gut. Urindiagnostik treffen Thomas. zu? Magst du mal Eine Urinfrage machen? Proteinurie von über 3,5 Gramm pro 24 Stunden tritt beim nephrotischen Syndrom auf. Ja, das ist korrekt. Eine Anwesenheit von Bakterien im Urin ist gleichbedeutend mit einem Harnwegsinfekt. Nee, das ist nicht richtig. In der Harnröhre, da haben wir schon noch mal ein bisschen Bakterien so zwischendurch. Bei geringer Diurese ist der Urin hell gefärbt. Nein, das ist nicht richtig. Das ist genau das Gegenteil. Bei gesunder Niere findet man im Urin Glucose ab Serumglucosewerten über 160 bis 180 Milligramm pro Deziliter. Das ist korrekt. Und Erythrozytenzylinder stammen aus den ableitenden Harnwegen und sind ohne pathologische Bedeutung. Ne, das ist nicht richtig. Also gilt die 1 und die 4. Die Aussage B. Ne? Vielen Dank erstmal. Ja, sind lauter Definitionen drin, ne? Also nephrotisches Syndrom ab 3 oder 3,5 Gramm Eiweißausscheidung pro 24 Stunden. Und das hat sie ja schon in der letzten Prüfung drin gehabt, ne? Den Schwellenwert für die Glucose. Das heißt also, eine gesunde Niere wird bei einem gesunden Menschen ab einer Glucosekonzentration im Serum 160, 170, 180 Milligramm pro Deziliter diese überschüssige Glucose ausscheiden. In der letzten Prüfung auch schon dran gewesen. Ja, und Erythrozytenzylinder stammen auch nicht aus den ableitenden Harnwegen, sondern die müssen durchs Glomerulum durchgekommen sein. Normalerweise gelangen ja durchs Glomerulum keine Iris durch. Und wenn die da durchflutschen bei einer Glomerulonephritis, eine Entzündung macht ja was durchlässig, dann können die in den Tubulusapparat ran und dann verschmelzen die miteinander. Und somit sind eben Erythrozytenzylinder beweisend für das Vorhandensein einer Glomerulonephritis. Gut, wir kommen allmählich schon auf die Zielgerade. Frage 55. Mal ganz andere Frage. Sehen die bei der mündlichen eigentlich welche vier Fragen?
Vier Fragen sind sowieso nicht schlimm. Ich falsch gemacht habe und fragen mich dann besonders die Themen. Du, das ist unterschiedlich. Es gibt ein paar wenige Gesundheitsämter, die das machen, aber dann macht es meines Wissens jetzt nicht. Ne? Manche kleinere machen das, ne? Dass sie da nochmal einen Blick drauf werfen und speziell danach fragen. Ne? Deshalb kann man ja dann Fehler bei seinen Lieblingsthemen machen oder sowas. Ne? So. Und genau, Friedberg macht das zum Beispiel. Da sind ja jetzt viele Leute hingegangen. Die haben ja diesmal auch 100 Leute gehabt. Aber ja, häufig machen die sich nicht die Arbeit. Ne? In Münchenland, nö. Heilbronn auch nicht so. Also wäre mir jetzt nicht geläufig, dass Sie darauf angesprochen worden sind. Ja, Einfachauswahlen sind doch nett. Welche Aussage zur Untersuchung der Wirbelsäule trifft zu? Ich fange mal von unten an. Das Schober- und Ott-Zeichen wird am liegenden Patienten geprüft. Also Schober und Ott muss man kennen. Ne? Das heißt, da geht es um die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule bzw. der Brustwirbelsäule. Und die kann ich nur testen, wenn jemand steht und sich dann bücken kann. Also von daher ist das schon mal Quatsch. Ein Fingerbodenabstand von 20 cm spricht für eine gut bewegliche Wirbelsäule. Nee, hier sollten maximal 10 cm sein, obwohl man sagen muss, sehr viele Leute schaffen die 10 cm auch nicht. Ne? Und denen geht es trotzdem ganz gut, aber 10 cm wären das und 20 cm ist eigentlich zu wenig, da ist die Beweglichkeit nicht so groß. Das Ott-Zeichen dient zur Prüfung der Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule und der Schober-Test dient zur Bestimmung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule, ist beides Quatsch. Der Schober-Test, kann man sich merken, Schober beginnt mit S. Ne? Man geht also zu S1, misst 10 cm hoch. Patient beugt sich nach vorne und dann guckt man, wie sich diese Strecke verlängert. Und die sollte sich 4 bis 6 cm verlängern, um eben die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule hier zu beurteilen. Also Schober, kann man sich merken, Schober wie S1. Und Ott fängt mit O an, Ott wie oben. Da holt man sich, geht man zu C7. Prominenz, 30 cm runter messen, dann muss derjenige sich auch wieder beugen und dann schaut man auch, ob das über 4 cm sich vergrößert. Das heißt also, den Schober brauche ich für die Brustwirbelsäule. B bis E fallen also schon mal raus und eine Rippenbuckelbildung, eine Rippenbuckelbildung bei Rumpfbeuge ist ein Hinweis auf Skoliose. Jo, ist eben so. Ja. Also von daher bleiben wir bei der A. Hast du dran gedacht, wo wir es gemacht haben? Mache ich. Okay. Ich fand, das war auch viel Ohr und kein Auge. Ja. Ne? Ich habe mir mal auf welche eine Augenfrage gewartet. Aber irgendwie war nichts mit Auge, nur Ohr. Gut, also die Ursachen von Ohrgeräuschen können sein eine Anämie, eine Otosklerose, eine Hypotonie, eine Hypertonie oder ein Hirntumor. Und alle fünf können natürlich auch für Ohrgeräusche sorgen. Die Anämie durch die veränderte Blutviskosität, die Otosklerose, weil ich eine Sklerose der kleinen Gehörknöchelchen habe. Bei einer Hypotonie und Hypertonie ist ebenfalls der Blutfluss verändert. Und ein Hirntumor natürlich, der einfach lokal auch Druck ausüben kann oder je nachdem, wo er reinwächst oder ob er vielleicht dann auch Blutzirkulation verändert, der kann das auch machen. Also E ist richtig. Ich finde das immer so herrlich. Im Rheinland ist die Anämie immer, ist das immer die Anämie, ne? Lieber herrlich. Genau, also alles kann das machen. Die hattest du falsch. Du hast die Hypotonie draußen, glaube ich, draußen gelassen gehabt. Ne? Die hatte ich ja gesehen, die Prüfung. Ne? Aber auch eine Hypotonie, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, auch, da gibt es auch mal schöne Piepsgeräusche auf den Ohren. Ne? Kann ich selber ein Lied von sprechen. Also ich bin ja auch so manchmal leicht hypoton oder sowas und dann kommen die Ohrgeräusche. Hm? Ja, also kann ich nur bestätigen. Als Mädels wüsste er das. So, ach die nette Nächste, es tut mir leid, aber die sind jetzt auch wieder alle nett. Welche der genannten Symptome erwarten Sie am ehesten bei einem Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose? Wählen Sie zwei Antworten. Ein Exophthalmus, kurzzeitige Verwirrtheitszustände, Schläfrigkeit, Ulcus cruris, Palmar- und Plantarerythem, hypertone Blutdruckriesen. Anja schreibt geschenkt. Also mit dem Exophthalmus hat das überhaupt nichts zu tun. Exophthalmus kann ich bekommen, wenn in der Orbita ein Tumor sitzt, wenn ich ein Myxödem da habe, wie beim Morbus Basedow oder so etwas. Ne? Oder wenn ich jetzt total im Sympathikotonus bin.
Ne? Ein Ulcus Choris, ein Unterschenkelgeschwür, hat nichts mit der Leberzirrhose erstmal zu tun. Eine hypertone Blutdruckkrise ist was sehr Gefährliches, aber die Leber machen wir dafür nicht verantwortlich. Aber ein typisches Leberhautzeichen ist das Palmar-Erythem und das Plantar-Erythem, das heißt also die Rötung der Handflächen und der Fußflächen, ganz typisch, ne? Und wenn die Leber das giftige Ammoniak nicht mehr in ungiftigen Harnstoff umwandeln kann, was dann über die Niere eliminiert wird, ja, dann kann ich schon kurzzeitig oder auch längerzeitig verwirrt werden und schläfrig werden, weil das ein ganz starkes Neurotoxin ist. Das greift sehr, sehr stark die Nerven an, sehr, sehr stark die Muskulatur an. Und Ammoniak merkt man sehr schnell im Hirn. Ne? Die benebelt sein, nicht mehr klar denken können, Wortfindungsstörungen haben, Kopfschmerzen haben, durcheinander sein, bis hin irgendwann zum Koma. Also wenn der Leberzirrhotiker irgendwann oder Lebertumor ins Koma fällt, also das hepatische Koma oder eben auch das urämische Koma, ja, das ist das Ammoniak, ne, was eben erstmal so das Bewusstsein wegmacht und dann nachher zum komatösen Zustand führt. Ne. Eigentlich ein Gas, ja, wenn man das mal gerochen hat. Ich kann mich erinnern, im Chemieunterricht, wo wir das mal hatten, dass mir wirklich eine Stunde die Augen getränt haben danach. Ne. Das ist ganz, ganz stechend. Pferdestall, denkst du dran? Ich denke da immer so an die öffentlichen Toiletten, wenn man da so hingeht. Da riecht man Ammoniak manchmal ganz gut. Ne? Oder im Katzenklo, ja. Gut. Ja, die Malaria. Da habe ich ans RKI gedacht. Ich wähle da, glaube ich, andere. An unsere Flüchtlingsschwämme im Moment. Ich dachte, vielleicht machen die das nicht ohne Grund. So, wie machst du noch eine? Also, wählen Sie zwei Antworten. Welche der folgenden Aussagen zur Malaria treffen zu? Bei Verdacht ist eine Krankenhauseinweisung und unverzügliche Diagnostik anzustreben. Leber- und Milzvergrößerung gehören zu den möglichen Symptomen. Malaria wird durch Zecken übertragen. Das Auftreten von Krankheitszeichen erfolgt meist erst 3 Monate nach einer Tropenreise. Und vor Reisen in tropische Gebiete wird durch die ständige Impfkommission eine Malaria-Impfung vorgeschrieben. Ich gehe mal von unten nach oben. Es gibt keine vorgeschriebene Malaria-Impfung von der STIKO. So, was haben wir beim Gelbfieber? Ja, nee, es gibt ja nur die chemotherapeutische chemische Prophylaxe. Genau, nicht Chemotherapie, ist was anderes. Es gibt dann keine. Eine Chemoprophylaxe, genau. Dann D, das Auftreten von Krankheitszeichen erfolgt meist erst 3 Monate genau. Nach einer Tropenreise. So lange dauert das nicht, bis ich an Malaria ja, wirklich Symptome zeige. Also je nachdem, an welcher Malaria ich erkranke, haben wir eine maximale Inkubationszeit von 70 Tagen, die ich im Kopf hatte. Da wären 3 Monate deutlich zu lang. Und Malaria wird auch nicht durch Zecken, sondern über die Anopheles-Mücke übertragen, vielleicht auch mittlerweile durch andere Mücken, das weiß ich nicht, aber eine Zecke ist es definitiv nicht. So, und dann hätte man schon A und B als einzige übrig, aber Leber- und Milzvergrößerung ist ein typisches Symptom bei der Malaria auch. Es geht ja darum, dass die Erythrozyten platzen nach einer gewissen Zeit der Vermehrung des Erregers in den Erythrozyten und dann habe ich natürlich auch eine Milzvergrößerung und Lebervergrößerung. Und ja, bei Verdacht, ja sicher, ne, wenn ich einen Verdacht habe, das ist eine sehr gefährliche und sehr letale Erkrankung, dann sollte derjenige natürlich schnellstens ins Krankenhaus und eine Diagnostik sollte gemacht werden, ob er denn wirklich Malaria hat. Also A und B. Aber die nächste hat, glaube ich, einigen ein bisschen Probleme gemacht. Ne? Blutgruppensysteme. Ne? Es gibt Leute mit Blutgruppe A, mit B, mit AB und mit 0. Stellen wir uns das Ganze mal vor. Der Erythrozyt hat auf seiner Oberfläche Eigenschaften. Da können Antigenstrukturen sein. Entweder ich zum Beispiel habe da keine drauf, ich habe Blutgruppe 0, da ist keine Antigenstruktur. Oder jemand hat Antigenstruktur A, der andere hat Antigenstruktur B und der andere hat Antigenstruktur AB. So, wenn ich jetzt zum Beispiel als Blutgruppe 0, ich habe ja kein A, ich habe kein B, mit dieser Blutgruppe in Kontakt komme, dagegen habe ich in meinem Körper schon angeboren Antikörper. Dann würde mein Blut, wenn ich von demjenigen Blut bekommen würde, würde das mit meinem Blut agglutinieren. Das würde zusammenklumpen. Das wäre eine zytotoxische Reaktion, die dann ablaufen würde. Könnte ich sterben. So, weil Blutgruppe 0 hat eben schon Antikörper gegen die Antigenstruktur A und gegen die Antigenstruktur B. Blutgruppe A verträgt Blutgruppe B nicht, hat dagegen Antikörper. Blutgruppe B verträgt Blutgruppe A nicht. Und AB verträgt alle.
Auf mich mit Blutgruppe 0 reagiert keiner so großartig, weil ich habe ja keine Antigenstruktur obendrauf. So, das heißt, Aussage 1, die Blutgruppenmerkmale beruhen auf den Antigeneigenschaften der Erythrozyten. Das ist absolut korrekt. Ja. Blutgruppenmerkmale beruhen auf den Antikörpereigenschaften der Lymphozyten? Nee. Es geht ja um die Blutgruppe hier, um die Eris. Und deshalb ist die 3 auch draußen. So, jetzt muss man eigentlich nur noch unten gucken, ist es die 1 oder die 1 und die 4? Die Blutgruppenmerkmale werden vererbt. Ja, haben wir von unseren Eltern irgendwie mitbekommen. Ist in unseren Genen drin verankert. Also die 1 und die 4 stimmen. Muss man sich eigentlich ja gar nicht mehr mit der 5 befassen. Bei Blutgruppe 0 liegen die Antigene A und B vor. Nee, ich habe ja 0. Ich habe nicht A und B. Das wären Antigene. Da habe ich da nicht drauf. Ich habe die Antikörper gegen A und B. Aber nicht die Antigene. Also von daher ist es die 1 und die 4. Und damit wären wir bei der Aussage C. Die letzte. Und mal wieder Psycho. Also ich kann jedem, der die Prüfung vor sich hat, der vielleicht in seiner Vorbereitung Psychiatrie noch nicht so drin hat, nur raten, lernt das Zeug. So viel ist das auch nicht. Ihr müsst das ein bisschen differenzieren können und ihr müsst die Leitsymptome kennen und dann sind diese Fragen überhaupt kein Problem. Also müsst ihr wirklich lernen. Welche Aussage trifft zu? Nachhallerinnerung, ich kann jetzt auch sagen, Flashbacks sind ein typisches Symptom bei Angststörungen, posttraumatischer Belastungsstörung, Manie, Schmerzmittelmissbrauch, Schizophrenie. Coole Frage, lese ich da gerade. Ja, was ist es denn? Wo sind die Flashbacks, die Nachhallerinnerungen, das Typische? Ja klar, bei der PTBS, bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich habe ein schweres Trauma erlitten, was meistens mein Leben bedroht hat, was mich in meinem Grundmanifest meiner Persönlichkeit, meinem Urvertrauen in die Welt erschüttert hat. Ich komme aus dem Kriegsgebiet raus, ich bin vergewaltigt worden, ich bin entführt worden. Solche Geschichten, daraus resultieren posttraumatische Belastungsstörungen. Und das Typische ist der Speechless Terror. Das heißt, die Leute, die haben die Bilder im Kopf. Diese Bilder, die gehen nicht mehr weg. Die tauchen immer wieder auf. Die Situationen tauchen immer wieder auf. Albträume tauchen auf. Nachhallerinnerungen, immer wieder an dieses schlimme Erlebte. Das kommt, aber man spricht vom Speechless Terror, weil ganz einfach, das ist nicht mehr mit der Sprache verknüpft. Man hat die Worte nicht mehr dafür, darüber arbeiten auch sehr viele Traumatherapien wie EMDR, um diese Sprache und die Bilder wieder zusammenzubringen. Und ja, die Leute sind dann häufig sehr, sehr schreckhaft, vegetativ übererregt, ja, entwickeln Depressionen, aber ganz typisch sind die Flashbacks, die man hier dabei hat. Und das war's. Würde mich jetzt vielleicht gerade mal so zum Abschluss interessieren, von den Leuten, die nicht in der Prüfung waren, vielleicht könnt ihr mal ein kurzes Feedback in den Chat reinschreiben, wie ihr so fandet. Schwer, mittel, leicht. Diesmal hast du Psychiatrie gelernt. Ja, das ist auch gut. Ja, das interessiert mich. Schreibt es vielleicht noch so ein bisschen rein. Ich verabschiede mich schon mal so ganz offiziell. Ich hoffe, denjenigen, die jetzt nicht bei uns sind, hat es vielleicht auch ein bisschen was gebracht, vielleicht ein bisschen was gelernt und haben auch gesehen, das ist nicht immer alles so schlimm. Für unsere Leute ist es ganz wichtig, das heute auch mal so zu haben, um jetzt einen Schlusspunkt zu setzen. Jetzt haben wir gebüffelt auf die schriftliche. So, ab Samstag, ich lasse euch noch bis nächste Woche Zeit, wird sofort umgestellt auf die mündliche. Da kommen die Differentialdiagnosen, die Fälle und so weiter und so fort. Und die Stolperfallen der mündlichen Prüfung. Von daher, hiermit setzt man einen Schlusspunkt hinter diese schriftliche Prüfung. Falls es jemand nicht geschafft haben sollte, nicht das Köpfchen hängen lassen. In 5 Monaten ist schon wieder die nächste. Und ja, schlaf schön.